Heute die großen Themen GTA 5, Datenschutz bei EA Origin und Facebook mal wieder. Wir reden über MechWarrior Online, Infinity Blade für iOS kommt jetzt in die große Spielhalle, ein neues PlayStation Home und. Mit dabei sind der Severin von Backup TV und der Sven. Bleibt dran. Jubiläum beim Quopcast, nämlich die 30. Folge mit Ehrengästen heute, dem Sven und dem Severin. Hallo Severin. Guten Tag, Micha. Wie geht's dir? Läuft. Du siehst ein bisschen gelb aus. Ja, das ist technisch bedingt. Okay, aber sonst ist alles also, in Ordnung. Das ist also wirklich nur optisch, ja? Für die Leute, die jetzt hier das später vielleicht sehen, wir haben aktuell irgendwas zwischen Herbst und Winter. Da wird es draußen früher dunkler, deshalb muss ich mehr Belichtung anschalten. Das Problem ist, wenn ich mehr Belichtung anschalte, bleibt nur noch dieses Warmweiß dort oben. Und das ist dummerweise, Warmweiß ist mehr gelb als weiß. Deshalb komme ich ein wenig gelb rüber. Das ist egal, das passt gut zu dir. Sven, du kommst dafür ein Stück weißer, bleicher und kränklicher rüber. Das passt ja auch zu dir. Ich mache quasi einfach hier den Gegenwert. Ich meine, wir machen heute einfach einen Abgesang auf den Weißabgleich. Insofern passt das ja. Du hörst dich aber auch tatsächlich ein bisschen verschnupft an. Ja, ich bin ich auch noch. Also eigentlich bin ich nicht mehr verschnupft. Ich war heute in der Abschleimphase. Ihr könnt live dabei sein. Moment. Nee, besser nicht. Nee, ich war Anfang der Woche ein bisschen sehr krank und ich habe auch Haare lassen müssen dabei. Und jetzt geht's aber eigentlich wieder. Das heißt, du musst dich immer rasieren, wenn eine Erkältung am Start ist, oder was? Ist besser. Okay. Ja, wurscht. Aber heute ist ja sowieso nicht nur Quop-Jubiläum mit der 30. Folge, sondern der 3. November, der ja auch sonst was ganz Besonderes ist, nämlich Weltmännertag, hat mir der Kollege Pick gerade schon zugeflüstert. Ja. Den müssen wir gebührend feiern, oder? In der Tat. Okay, machen wir. Warte ganz kurz. Fertig. Ja, kannst du es nochmal machen? Ich trinke auch noch einen da drauf. Weltmännertag. Warum braucht man einen Weltmännertag? Ja, weil es auch einen Weltfrauentag gibt. Ja, aber das heißt ja nichts. Wahrscheinlich. Also, ich meine, es gibt auch einen Weltspartag. Halt Gleichberechtigung. Gibt es dann auch den Weltkonsumtag? Stimmt. Gibt es dann auch den Weltgeldausgibtag? Der ist doch eigentlich bei uns immer, oder? Stimmt. Denn ohne diesen Geldausgibtag könnten wir so einen Podcast hier nicht machen. In dieser Sekunde kommt eine Amazon-Versandbestätigung rein. Das sagt als mir irgendeiner noch der Zuschauer zufällig Backsteintapete braucht. Ich habe welche. Ja, ich habe ja echte Backsteine. Die sind leider Gottes weiß übermalt, deshalb sieht das nicht ganz so steinig aus, aber wurscht. Lass uns doch mal tatsächlich zu irgendwelchen echten Themen kommen, die vielleicht mal so ein bisschen mehr in den Rahmen passen, den wir uns vorgenommen haben in unserem Podcast, nämlich um die Themen Gadgets, Geeks, Filme und Spiele und überhaupt. Okay. Haben wir irgendwas vergessen? Technik auch noch so ein bisschen, passt alles rein. Und bevor ich es komplett vergesse, das muss man ja auch mal wieder erwähnen, denn auch als Live-Zuhörer, Zuschauer kann man daran teilnehmen. Und zwar könnt ihr euch auf der Quop-Webseite eintragen. Da gibt es den sogenannten Skype-Call-In-Button. Wenn ihr den anklickt, dann kommt ihr auf so ein schönes Formular. Da könnt ihr euren Skype-Usernamen eintragen, euren Vornamen, damit wir euch ansprechen können. Und kurz eine Auflistung der Themen, über die ihr mit uns reden wollt. Und dann gucken wir immer mal wieder in die Liste rein und versuchen euch dann in unsere super spannende Diskussion hier reinzuholen, damit ihr auch ein bisschen was dazu sagen könnt. Wenn ihr keinen Bock habt auf Skype, also ihr braucht tatsächlich nur Audio, kein Video. Wer Video hat, ist schön, braucht aber nicht. Wer darauf auch keine Lust hat, es gibt auch noch einen Chatroom, sagt man besser. Ne? So schön Neudeutsch. Genau, Chatroom, in den ihr auch reingehen könnt. Da gucken wir auch mal wieder rein, was die Menschen da sagen. Und ab geht die Post. So interaktiv wie nix. Ne? Wahlweise könnt ihr euch auch mit dem nackten Arsch auf den Kopierer setzen und uns die Ausdrucke schicken. Es dauert aber ein bisschen lang, dann können wir die erst beim nächsten Mal berücksichtigen. Aber ja, kriegen wir irgendwie. Das ist dann zeitsouveränes Feedback. Okay, da haben wir wieder dieses schöne Wort zeitsouverän. Ich finde es ja furchtbar, ne? Ich finde es toll. Egal. So, Severin, fang du mal mit Themen an. Du bist der einzige Mensch, der wahrscheinlich irgendwelche recherchiert hat. Ja, und ich werde jetzt halt ein bisschen abgelenkt, weil bei mir im Stream gerade Werbung läuft und da die Kardashians über den Bildschirm huschen. Aber egal. Facebook, und das am Weltmännertag. Und das am Weltmännertag, ja. So ein Entertainment-Channel, dessen Namen ich nicht nennen möchte, weil er mit E anfängt und was mit Entertainment zu tun hat.
Facebook gab es in den letzten Wochen ja immer wieder Probleme mit dem Like-Button in Schleswig-Holstein, weil ja der gute Herr Thilo Weichert, der Datenschutzbeauftragte, dort gesagt hat, nee, liebe Leute, da werden auch Daten gespeichert von Leuten, die eben nicht auf Facebook sein möchten, nicht ihre Daten weitergeben möchten. Deshalb dürfen alle Seiten ab demnächst keine Like-Buttons mehr benutzen. Das Ganze, also das hat er ja auch sowieso schon für den September irgendwie angekündigt, dass sie ab dann durchgreifen wollen. Ne? Keine Ahnung, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Und auf jeden Fall ist es so, dass er das nicht nur auf Like-Buttons bezieht, sondern auch auf Seiten, die auf Unternehmen und Betriebe in Schleswig-Holstein eben angesiedelt sind, ausweitet. Das heißt, sobald ich dort, ich muss es noch nicht mal verlinken, sobald ich aber auf Facebook eine Seite habe, scheint das für ihn einen solchen Anreiz für andere zu geben, dass andere auf Facebook zu kommen, nur damit sie sich die eine Seite ansehen. Ein bisschen verstrickt. Auf jeden Fall möchte er darauf hinaus, dass alle Seiten weggeben, und hat das Land Schleswig-Holstein gesagt, nee, machen wir nicht. Weil das Land Schleswig-Holstein selbst, also die Regierung von Schleswig-Holstein, hat selber eine Facebook-Seite. Ja. Und die wollen die Seite nicht rausnehmen, weil natürlich die Information für den Bürger da an erster Stelle steht, sagt zumindest das Land Schleswig-Holstein. Und jetzt steht so ein bisschen irgendwie Datenschutzbeauftragter gegen Schleswig-Holstein. Und das ist sehr interessant, die Diskussion derzeit. Unglaublich, echt. Vor allen Dingen, ich finde es ja faszinierend, dass da tatsächlich momentan nur Schleswig-Holstein irgendwie so hintersteckt. Ne? Dass da doch nicht alle anderen drauf aufgesprungen sind. Halten die sich vor dem zurück oder was meinst du? Die halten sich erstmal zurück, solange es noch keine Regelung gibt. Weil es gab ja vor ein paar Wochen ein Treffen zwischen dem Facebook Vertreter von Europa und dem Herrn Weichert. Und da sollen wohl Annäherungsversuche sein, dass man eben extra nur an der IP herausfindet, ob ein User aus Schleswig-Holstein kommt und dann eben keine Daten mehr sammelt, wenn er nicht angemeldet ist. Ja, genau, aber das sollte doch tatsächlich sogar schon irgendwie so ein Kompromiss sein. Und dann hieß es doch danach, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist gut. Und jetzt kocht es auf einmal wieder hoch, ne? Ja, richtig. Wahrscheinlich, weil das Ganze noch nicht komplett durch ist, weil es war ja eben ein Vorschlag eben von Facebook, bis es eben in den USA umgesetzt ist. Wir kennen das ganze Verbreitungswege von Informationen, bis die durch ein Unternehmen, gerade so ein großes Unternehmen wie Facebook, durchsickern. Das kann ein bisschen dauern. Und es scheint so tatsächlich, dass das noch ein bisschen dauert, bis bis ein richtiger Konsens gefunden wurde. Beziehungsweise bis es richtig durchgesetzt wurde. Echt. Also ich kann ja immer nur sagen, also jetzt Datenschutz schön und gut, aber ich glaube, Deutschland kann sich nicht immer komplett dem halben Internet entziehen, oder? Ich meine, Sven, deine Meinung dazu kenne ich. Du wirst wahrscheinlich sowieso wieder die Augen verdrehen bis zum geht nicht mehr bei solchen Themen. Ich kann dazu nur sagen, Finanzkrise und Facebook fängt beides mit F an. Und wenn man beides mal bei Google eingibt, ist eines populärer, weil es Englisch ist. Und das ist eigentlich mein Kommentar dazu. Damit kann man wieder wunderbar von anderen Themen ablenken. Aber ich weiß auch nicht. Also ich finde halt dieses Ganze mit Datenschutz und so, das ist ein so komplexes Thema, das kann man jetzt nicht mal eben so irgendwie mit persönlichen Meinungen abhandeln. Also das, ich weiß nicht. Nur mal ganz kurz zwischen, deine Bandbreite geht irgendwie gerade flöten. Aber naja, kommt vor. Meine Bandbreite geht. Jetzt ist alles wieder super, aber gerade hast du dich angehört, als wenn du wieder die berühmten 2 Joghurtbecher genommen hast und wir hatten, glaube ich, gefühlt 2 Frames pro Minute. Das ist nicht gut, dann schalte ich mal den Stream ab, dann sehe ich euch weniger. Ist ja auch nicht so schlimm. Du wolltest aber auch noch was sagen, Severin. Ja, richtig. Und zwar, ich kann ja die Diskussion allein um den Like-Button, die kann ich völlig nachvollziehen, dass man sagt, okay, Leute werden nicht darauf hingewiesen, dass da Daten über sie gesammelt wird, über das ganze Netz, über, und dann werden Profile erstellt, was sie nicht wissen. Da kann ich das tatsächlich nachvollziehen, dass da gesagt wird, Leute, ihr dürft die Daten nicht sammeln. Aber bei der Facebook-Seite von Schleswig-Holstein jetzt explizit geht es ja darum, dass Leute sich ja schon bewusst dazu entschieden haben, sich bei Facebook anzumelden und dann auf diese Seite von Schleswig-Holstein zu gehen. Und es ist ja schon wieder ein Unterschied, wenn ich einfach nur auf eine Seite hinweise, sondern so hier, da wird eben ein Dienst angeboten, den kann ich liken oder nicht und da werden Daten gesammelt, oder ich gehe explizit auf Facebook und auf diese eine Seite. Das ist schon... Ja, es ist absurd. Ein anderes Datenschutzthema hat ja auch die Gemüter in den letzten Wochen erhitzt, was dann eher die Gamer angesprochen hat. Und zwar das schöne Thema EA Origin. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das da so verfolgt habt. Sven, bist du da irgendwie halbwegs auf dem Laufenden? Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Es ging ja darum, dass EA Origin ist ja so, ich weiß nicht, ist es der komplette Kopierschutz oder nur die Aktivierung der Spiele? Bin ich jetzt nicht ist ganz quasi, sicher. Ja, ist ja quasi so ein Neuaufguss, nein, nicht Neuaufguss kann man es nennen, so eine Art Kopie von Steam. Das heißt, sie versuchen auch darüber Spiele zu distribuieren tatsächlich. Also es ist eine komplette Plattform, über die man Spiele laufen lassen muss, damit sie spielbar sind. Ja. So, auf jeden Fall stand dann in den Eulas, ne, also dieser ganzen schönen Geschichte, dass sich EA wohl vorbehält,
Auch Daten an andere EA-Spiele zu übermitteln oder zu gucken, was Leute überhaupt generell an ihrem Rechner machen, welche Hardware sie verwenden und diese Informationen gegebenenfalls übermitteln. Wo natürlich einige Leute sofort wieder Amok gelaufen sind und gesagt haben, hey, das kann ja wohl überhaupt nicht sein. Und das Fatale daran war sogar, dass da auch noch irgendwie in einem Satz drin stand, dass es auch an nicht näher genannte Partner übermittelt werden kann und dass nicht näher genannte Partner von EA auch auf diese Daten zugreifen können oder damit arbeiten können. Also da war tatsächlich wieder der Aufschrei sehr, sehr groß und kann man auch verstehen. Mittlerweile ist EA, glaube ich, so weit zurückgerudert, dass sie gesagt haben, wir passen die AGBs oder diese EULAs in Deutschland wieder an, weil wir Datenschutz und unsere User sehr, sehr ernst nehmen. Wobei, da muss man auch dazu sagen, da gab es auch einen Kommentar von dem Rechtsanwalt meines Vertrauens, Christian Solmecke. Er hat dazu gesagt, EA hat tatsächlich die Lizenzbedingungen verändert, aber so, dass sie keiner, dass da keiner noch weniger durchsteigt als jetzt schon. Und im Grunde genommen ist das mehr so Formulierungen, die man auch anders umgehen kann. Und letzten Endes haben sie das Gleiche drinstehen, nur eben mit anderen Worten. Der Hammer ist ja tatsächlich, was das für Wellen geschlagen hat. Also wenn man sich mal auf diesem berühmten Online-Versandhaus die Kundenrezensionen anguckt, das ist also tatsächlich mittlerweile einer der Titel, die am schlechtesten gerankt sind bei diesem Spiel. Ja. Die großen Verbraucher-Elektronikmärkte haben sogar Schilder aufgestellt, wo sie darauf hinweisen, dass man sich bitte die Sachen durchlesen soll und haben dann sogar von vielen Kunden die bereits geöffneten Spiele, und das ist ja das ganz Absurde, dazu gleich mehr, zurückgenommen, weil Leute sich aufgeregt haben. Das Absurde an der Geschichte ist eigentlich, wer da jetzt böswillig sein kann, man braucht zum Spielen natürlich nur diesen Key und dann kann man sich dieses Spiel tatsächlich, man braucht keinen Datenträger, online wieder runterladen. Das heißt, böse Leute hätten sich tatsächlich jetzt diesen Key schnappen können, ein Spiel kaufen, sagen, ich bin aber aufgebracht wegen diesem ganzen Datenschutzzeug, ich möchte es wieder zurückgeben, und die beiden blauen und roten Märkte hätten sowieso gesagt, alles klar, kein Problem. Also, ja, aber deshalb haben sie ja diese Schilder aufgestellt, damit die Leute eben informiert werden und ab dem Zeitpunkt eben nicht mehr die Verkäufe wieder zurücknehmen. Also es ist eine gewisse Kulanz, die sie da aufgebaut haben, dass sie jetzt von den ersten beiden Tagen oder wie auch immer Battlefield 3 jetzt draußen war, eben die Dinger nochmal zurücknehmen. Aber Genau, aber zu dem Thema haben wir jetzt auch den Dennis in der Leitung und der müsste uns jetzt hören und wir müssen ihn hören. Hallo Dennis. Hallihallo. Wunderbar. Du wolltest auch was zu diesem schönen Thema im Falle Battlefield sagen. Ja, also ich hatte es am Tag vorher schon von Amazon bekommen. Also noch vor der Veröffentlichung eigentlich. Und dann habe ich gedacht, jetzt kannst du spielen, ja, von wegen. Die Aktivierung liegt natürlich erst am Veröffentlichungstag. Ja, okay, das ist ja noch normal. Das ist ja noch nichts Schlimmes, ne? Nee, und dann fing dann die Fehler halt insgesamt dann an. Also das war schon, ich weiß nicht, ich glaube, habe dann nach 15 Stunden dann erst spielen können das erste Mal. Hast du dir denn tatsächlich diese ganzen AGBs und Sachen durchgelesen, die da so normalerweise bei so einem Spiel beilegen oder die vielleicht ganz am Anfang auch kommen? Oder hast du einfach gesagt, alles klar, ich bestätige und klick durch? Komm, sei ehrlich. Die sind vor, ich weiß nicht, ich glaube, einen Tag vorher schon waren die auf Heise und so schon zerrissen worden. Und entweder spielt man oder entweder spielt man nicht, ne? Ja, ja. Und aber ob jetzt EA die Daten hat oder Facebook, ne? Also. Wobei ja dann tatsächlich EA andere Daten hat. Also es ist ja, ich habe tatsächlich Videos gesehen, es gibt ja Programme, mit denen man die andere Programme wiederum überwachen kann, was sie am System machen. Und da war tatsächlich ein kompletter Rechnersuchlauf drin. Und da wurde tatsächlich jede Datei einmal durchgesucht und das Ergebnis zusammengefasst und das eben in Origin eben zusammengefasst. Deshalb ein bisschen anders die Sache, als wenn ich bei Facebook irgendwelche Partybilder hochlade. Wohl wahr, ja. Vor allem, weil da natürlich auf dem Rechner, da wurden zum Teil Steuersoftware durchgesucht, also Steuerdaten wurden zum Teil mit übertragen oder auch, es war von einem, der hatte, es war ein Programm, mit dem man irgendwie die Diabetes-Daten verwaltet. Und daran, an den Daten, dass er das Programm hat, kann man ja schon ablesen, der könnte ja Diabetes haben und den dann eben Werbung unterjubeln, so nach dem Motto, der hat Diabetes, mach mal Anti-Diabetes-Produkte. Mhm. Das ist tatsächlich schon der Hammer, ne? Also. Was wurde denn da konkret übertragen? Nur die Größe der Datei, dass der Dateiname, die Menge an Dateien, wurden nicht alle Inhalte übertragen, oder? Nee, aber es wurde auf jeden Fall alles gescannt von Origin. Ah. Was übertragen wurde, ist ein Rätsel. Ah. Ich meine, gut, alles können sie nicht übertragen, dann müsste der gesamte Rechner halt übertragen, dann die Leitung müsste glühen. Hier im Chat sagt gerade Gropsi, dass angeblich sogar vor der Bestätigung der AGBs Origin schon alles gescannt hat. Ne? Also
Ist tatsächlich schon für so eine Firma wie EA echt der Super-GAU, wenn ich meine, selbst renommierte Blätter wie der Spiegel haben das Thema aufgenommen und haben da irgendwie die AGBs auseinandergenommen und auf die Stellen hingewiesen, die tatsächlich problematisch im Sinne des Datenschutzes sein könnten. Also echt heftig. Also meines Wissens gibt es immer noch in Deutschland ein Urteil, das besagt, dass man auch ein geöffnetes Softwareprodukt zurückgeben kann, wenn man mit den AGB nicht einverstanden ist, weil die AGB ja nicht im Laden ausliegen und deswegen erst bei Installation und damit nach der Öffnung des Produktes einsehbar sind. Und es gibt, glaube ich, auch ein Urteil, was besagt, dass selbst dieses Annehmen, was man so kennt, wenn man so da irgendwie 250 Seiten AGB irgendwie präsentiert bekommt und dann klickt man auf Annehmen, dass selbst dieses Annehmen nicht nach deutschem Recht rechtsgültig ist, weil de facto es einfach davon ausgegangen wird, dass sich das sowieso niemand durchliest. Und da gibt es eben dann so eine stillschweigende Anerkennung. Oder stillschweigendes, was ja auch sinnvoll ist, denn da müssen wir uns ja, glaube ich, echt nichts vormachen, ne? Da gibt es ja diesen einen Beschluss, der eben sagt, diese AGBs, die dürfen nicht länger als eine Bildschirmseite sein, weil beim Scrollen mit der Maus könnte man ja schon Zeilen überspringen, die wichtig sein könnten. Ja. Und deshalb dürfen AGBs offiziell nicht länger als eine Bildschirmseite in Deutschland sein, deswegen sind alle AGBs irgendwie hinfällig. Deshalb greift ja das andere Gesetz, dass in AGBs keine... Tut mir einen Gefallen, hört ihr bitte auf, AGBs zu sagen, ja, sonst sterbe ich hier. Ja, es sind AGB, ja natürlich. Euler... dass dort drin eben keine Absätze drin sein dürfen, die irgendwie überraschen oder negativ dem Konsumenten gegenüber sein dürfen. Und das eben greift hier bei Origin. So, das war mein Gesetz. Du bist aber auch echt ein Klugscheißer, Sven, ne? Ja, es tut mir leid, aber es gibt so Dinge, die lassen mich unter Schmerzen zusammenbrechen. Und AGBs ist eins davon. Du bist sowas ein Klugscheißer. Ich wollte gerade sagen, das sind ja auch Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen und keine AGB. Genau, richtig. Ja, die gelten ja in Deutschland sowieso eigentlich nicht. Also das ist ja eh alles hinfällig so gesehen. Von daher... Ja. Naja, das Spiel hat dir dann aber trotzdem Spaß gemacht, oder? Ja, also wie gesagt, ich muss sagen, also ich glaube, die haben die Beta veröffentlicht. Also da sind haufenweise Sachen drin, die 5000 Mal während der Beta-Phase in den Foren gepostet wurden und wo dann halt auch dann irgendwelche Leute von EA dann gesagt haben, ja, wir regeln das. Und also zum Beispiel... halt diese Glitches, wo man dann halb im Boden hängt oder das ist ein ganz blöder Fehler. Plötzlich sieht man einen anderen Spieler aus der Third-Person-Perspektive und muss dann so lange warten oder sich selbst umbringen über das Menü. Sonst kann man nicht mehr weiterspielen. Also ich weiß nicht, also ich glaube, die wollten das einfach noch vor dem Weihnachtsgeschäft rausboxen. Du spielst die PC-Version, ne? Ich spiele die PC-Version, ja. Oh Mann. Ja, ich kann da nichts zu sagen. Ich habe weder die PC- noch die Konsolenversion angespielt. Wenn ihr noch dazu irgendwas sagen wollt, tragt euch ruhig in den Skype-Call in ein. Das Thema können wir zwischendurch immer mal wieder aufgreifen. Ansonsten gehen wir dann tatsächlich einfach mal zu den anderen Themen über, wenn wir diesbezüglich nichts mehr zu sagen haben. Dennis, ich sag schon mal Danke. Ja, kein Ding. Alles klar. Tschö. Ja, dann kann ich ja gleich mal dazwischen grätschen. Tschüss. Das hat mich ja gerade tatsächlich auf was anderes geführt. Also diese ganze Sache mit, was man sich heutzutage so alles sich auf den Rechner drauflädt, wenn man einfach nur ein verdammtes Spiel installieren will. Bei Half-Life 2 damals war es irgendwie Steam, was übrigens auch nicht gerade wenig Daten über den Benutzer sammelt, auch unter anderem die Hardware-Konfiguration und sowas. Aber das hat mich gerade an ein schönes Video erinnert, was ich heute gesehen habe, was mir bei Twitter untergekommen ist. Der gute Ex-Kollege Etienne hatte das getwittert. Ich habe das auch geretweetet. Das müsst ihr euch, wenn ihr... Ach, das ist, wenn Quake heute veröffentlicht würde, ne? Das ist einfach ein so unglaublich herrliches Video, was mir wirklich so 20 Jahre oder 15 Jahre Videospielgeschichte irgendwie zusammenfasst. Da sieht man einfach den guten alten Shooter von id Software, wie er wahrscheinlich wäre, wenn er heute released worden wäre. Und ab Hälfte des Videos sieht man dann jemanden, der das Spiel wirklich sehr gut spielen kann, wie es damals wirklich war. Also darauf wird halt so ein bisschen auf die Schippe genommen, dass man heute erstmal irgendwie 5000 Logos am Start sieht und irgendwie die mit Escape nicht abbrechen kann. Dann ist man im Hauptmenü, gibt es irgendwie nur den Schwierigkeitsgrad. Leicht, sehr leicht, ultra leicht. Und lass Bots für mich spielen, ne? Ja, und lass Bots für mich spielen und 1000 Pop-Ups kommen, man ist im Spiel und das Tutorial nervt einen mit Vollbildeinblendungen und es ist einfach nur unglaublich herrlich gemacht. Ich habe Tränen gelacht und es ist so unglaublich wahr.
Das ist der Grund, weswegen ich heute noch, ich darf es ja jetzt endlich sagen, Doom spiele, weil es einfach die Essenz von Spielen ist und sowas vermisse ich einfach heutzutage enorm. Und ja, das ist echt schade, dass es sowas kaum noch gibt. Das wollte ich nur mal einwerfen. Sehr schön, das darfst du auch, denn heute ist Weltmännertag, da dürfen auch wir mal Gefühle zeigen. Genau, das und, auch wir mal Tränen wegen einem tollen Shooter. Heute deine Bandbreite, die spielt aber heute wirklich komplett verrückt. Du hörst dich zwischendurch echt an, als wenn die Joghurtbecher bei euch nicht sauber gekratzt worden wären. Ach Mann, oh. Also ich habe jetzt alles aus. Eigentlich kann ich es nicht sein. Naja, wurscht. Ja, dann lass uns mal zu irgendeinem anderen Thema übergehen. Was haben wir noch für ein Thema? Wir können natürlich noch ein anderes Datenschutzthema, obwohl das jetzt gar nicht so datenschutztechnisch ist. Ich habe auch gesehen, dass jetzt exakt ein Jahr diesen neuen Personalausweis gibt. Hat den einer von euch? Ja. Tatsächlich? Weil du ihn haben wolltest oder weil du ihn haben musstest? Weil mein Alter abgelaufen ist. Okay. Weil ich habe, glaube ich, irgendwie... Aber ich habe ihn ohne Online-Funktion. Die habe ich mir extra deaktivieren lassen. Okay, ich bin das echt nicht... Ist. Ja, ja, klar. Ich bin dachte, echt nicht sicher... Ich dachte, man muss ihn so CCC-mäßig in die Mikrowelle legen. Warum schweigt ihr jetzt? Weil das nicht gut ist. Ach so. Nee, ich habe, glaube ich, gelesen, dass irgendwie knapp 8 Millionen Leute sich den geholt haben bis jetzt. Ne? Und ist das viel oder wenig? Ich weiß es nicht. Und diese Lesegeräte, mit denen man diese Funktion nutzen kann, sind, glaube ich, irgendwie 600.000 Mal über den Ladentisch gegangen. Ja, ich muss ja sagen, ich hätte ihn auch ganz gerne. Und zwar wegen dem Format. Und damit müsste ich jetzt ein Rant-Thema ansprechen, das mich mindestens 10 Minuten kostet. Und das wollt ihr euch bestimmt ersparen. Wollen wir, aber du kannst zurück. Es gerne ich tun. Ich vermisse das alte Format übrigens. Weil immer, wenn man bei irgendeiner Passkontrolle ist, suche ich jetzt durch EC-Karte, Kundenkarte, XY, noch alle meine anderen Karten, die ich habe, Kopierkarte von der Uni. Alles ist dazwischen und irgendwo dazwischen ist dann dieser scheiß Perso. Und früher lag der ganz hinten oben, der große, hat man rausgezogen, fertig. Stimmt, ja. Und deshalb, der geht so jetzt runter. Glücklich. Ich meine, du, die Zulassung vom Auto ist immer noch irgendwie in einem Format, das gar nicht geht. Aber wenn ich den Perso schon mal los wäre, weil die Zulassung vom Auto, die kann ich zur Not auch noch mal knicken. Hast du noch mehr. Keine iPhone-App dafür? Nein, leider nicht. Das Thema Portemonnaie, ja, ist ein Thema, was mich seit Monaten in den absoluten Wahnsinn treibt. Ich muss schon mal die Grillen hier auf eine Taste legen, damit wir gleich hier wieder... Nein, ich mach's ganz kurz. Ich suche wirklich seit Monaten nach einem vernünftigen Portemonnaie, in das irgendwie alles nicht reinpasst. Und das irgendwie... Ich habe jetzt vor einigen Wochen eins gefunden und dachte, oh, das ist es. Es ist zwar von der Farbe her hässlich und so, aber es hat genug Fächer für irgendwie alle Kreditkarten und keine Ahnung, was für Karten, die man in Checkkartenformat so mit sich rumträgt. Und dann stelle ich fest, wenn es befüllt ist, geht es nicht mehr zu. Das ist zum Kotzen. Das ist doch schön. Das finde ich sehr gut. Deswegen habe ich auch nur ein Portemonnaie mit einem Fach oben, wo man was Großes reinstecken kann und da hinten ein... Das, was du meinst, nennt sich Sack, Severin. Ja. Ja? Das nennt sich nicht mehr Portemonnaie. Ach so. Und dann ist es auch noch jetzt seit... Es ist nicht mal 3 Wochen alt und schon ist es kaputt. Ja, diese Klebeflächen von diesen Dingern, wo man die Karten reinsteckt, haben sich schon, das ist schon kaputt. Ich könnte so kotzen, das ist einfach alles. Wie der. Um es mit unserem Kollegen Mr. Trashback zu halten, der Fail der Woche. Ja, ja. Das ist definitiv nicht der Fail der Woche, das ist, ja. Also wenn irgendjemand Empfehlungen für ein gutes Portemonnaie hat, in den noch der alte Personalausweis reinpasst, denn dabei scheitert es meistens. Ich sehe haufenweise schöne Portemonnaies, aber es passt kein alter Perso rein. Heißt das eigentlich Portemonnaie oder Portemonnaie? Portemonnaie. Du hast aber Money gesagt. Habe ich Money gesagt? Lies dir doch mal die AGB dazu durch. Die AGBs dazu durch? Die mit dem LKW geliefert werden. Oder mit LKW. Mit den LKWs und den PKWs. Wurscht. Aber ich wollte irgendwas ganz anderes. Zum Personalausweis, der hat ja diese tolle Online-Authentifizierungsfunktion in der Theorie. Ist euch sowas irgendwo schon über den Weg gelaufen, wo man es hätte benutzen können? Nö. Mir nämlich auch noch nicht. Ich gehe aber auf den Weg auch nicht zur Bahn an einem Zigarettenautomaten vorbei, da. Ja, aber da steckt man noch, da kann man doch egal Bild was reinstecken. Ist Mr. Mustermann drauf. Ja, das ist aber schon ewig. Das gab es auch schon vor dem Perso, oder? Da kann man doch auch den Führerschein reinstecken oder so. Ja, ich glaube schon. Ja, aber es geht halt auch mit dem neuen. Ah, okay. Nee, okay. Aber online habe ich das wirklich noch nirgendwo gesehen. Ja, ich habe auch in diesem Artikel, den ich gelesen habe, gesehen oder meine ich gesehen zu haben, was da Leute gesagt haben. Ich glaube, die meistgenutzte Funktion dieses Ausweises ist, sich die Verkehrssünder, also seine Verkehrssünderkartei in Flensburg angucken zu können. Denn damit kannst du dich damit authentifizieren, kriegst aber dann die Daten trotzdem per Post zugeschickt und nicht irgendwie online. Ne? Aber naja. Ich kann ihn ja wahrscheinlich jetzt auch irgendwie in meinen Kartenleser stecken und mir bei Facebook meine Daten auf einer CD anfordern lassen. Wahrscheinlich auf einer großen Rolle Papier.
Nee, auf einer CD wobei, kommt das wohl tatsächlich. Wobei, da reicht ja auch schon einfach nur ein Bild von dem Perso. Ja, ist eine super Idee. Facebook, die sowieso schon alles von mir wissen, auch noch ein Foto von meinem Perso zu schicken. Exakt. Deshalb, das ist das Einzige, was mich davon noch abgehalten hat, diese CD zu bestellen. Weil ich würde es schon so interessieren, was ich so beim täglichen Gebrauch von Facebook alles ansammelt. Oh ja, oh ja. So 500 Seiten nur mit IPs, die ich mal benutzt habe. Super. Stimmt, das machen echt viele, ne, die sich diese ZIP-Datei irgendwie da runterladen oder schicken lassen. Also müsste man tatsächlich mal machen. Also, Ja, es ist ja eine CD, die man zugeschickt bekommt. Ja gut, aber da sind ja trotzdem irgendwelche gezippten Daten drauf, weil die sonst wahrscheinlich so groß sein müssen. So ein Laserdisc. Brauchen. Ja. Ein Blu-ray voll mit Daten. Ja, ja, ja. Ganz anderes Thema. Habt ihr den tollen GTA 5 Trailer gesehen? Ja. Und wenn, fandet ihr den wirklich toll? Ich habe ihn aus beruflichen Gründen angesehen und kann allgemein mit der Serie nichts anfangen. Hast du nicht irgendeins von den GTAs gespielt? Nein. Was war das denn? Motion Sickness. Motion Sickness. Selbst bei diesem Hoch und Runter bei 1 ist mir schlecht geworden. Das muss man erstmal hinbekommen. Ja, okay. Aber du wolltest was dazu sagen, Herr Kollege Sven. Ja, ich habe ihn gestern Abend extra noch geguckt, weil ich mir dachte, dass du das heute ansprechen wirst und ich ja nicht wieder wie der Ochs vorm Berge stehen wollte. Deswegen habe ich ihn mir gestern Abend angeguckt und ja, ich fand Sachen daran beeindruckend, die wahrscheinlich kaum oder die der Masse der Gucker des Trailers wahrscheinlich gar nicht auffällt. Ich fand tatsächlich irgendwie die Passanten und die Bevölkerung im Hintergrund machte einen irgendwie realistischeren Eindruck, als ich sie je in irgendeinem Spiel gesehen hatte. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so eine konkrete Eingebung oder sogar vielleicht sogar eine Illusion von mir war, aber irgendwie machte die Welt eine extrem oder die Stadt eine extrem lebendige, einen extrem lebendigen Eindruck. Wir können ja mal darüber spekulieren, wo das Ganze spielt. Wieso? Dann muss man doch nicht spekulieren. Ach, das ist schon rausgesagt. Ja, es ist schon raus, okay. Ist es San Andreas? Ja, ja, dieser eine Stadtteil, okay. Der Los Angeles nachempfunden ist. Wie hieß der? Los Santos? Nee, doch, ne? Achso, ist es nicht wieder alle drei Städte? Ich glaube nur der eine, aber. Okay, weil ein bisschen Country scheint ja doch dabei zu sein, weil man sieht ja auch in dem Trailer so Szenen mit einem Sprühflugzeug und irgendwelche Berglandschaften. Was ja zur Umgebung von Los Santos passen würde, aber ich glaube. Los Santos und wenn Myrtle schreibt, dass es Los Santos ist, ich meine, Professor Doktor, dann ist Los Santos richtig. Also im Chat, ne? Los Santos ist es. War es nicht so, San Andreas habe ich nie gespielt. Ich bin da tatsächlich nicht so auf dem Laufenden. Da sind doch tatsächlich mehrere Stadtteile gewesen, die so diesen großen kalifornischen Städten wie Las Vegas ist Nevada natürlich, dass ich damit anfange, super. Wie San Francisco, Los Angeles und eben Las Vegas nachempfunden waren, oder? Genau, es gab drei Städte. Also es war ja quasi ein Staat. Und der Staat hieß San Andreas und da drin gab es eben Los Santos. Und jetzt muss mir der Chat weiterhelfen. Genau, San Fierro und Las Venturas. Danke, Homie 2000. Las Venturas war eben so Las Vegas nachempfunden, San Fierro war eben San Francisco und Los Santos war eben Los Angeles. Und ja, dazwischen konnte man halt rumdüsen und auch dann noch in den Landstrichen Aufträge erledigen. Und ich bin irgendwo in diesen Landstrichen, bin ich tatsächlich versandet und habe mich nicht weiter irgendwie, das war mir einfach zu groß, das Ding. Genau, und dieser GTA 5-Teil soll dann eben nur in Los Santos sein, was aber schon sehr, sehr schick aussah. Was ich trotzdem ein bisschen schade finde, denn im Vorfeld gab es ja die wildesten Spekulationen, welcher Ort jetzt als nächstes von Rockstar verwurstet würde. Und man hatte so ein bisschen, oder nicht Mann, es gab genug Leute, die darauf gehofft haben, dass es eben nicht wieder irgendeine amerikanische Stadt war, sondern vielleicht mal sowas wie London oder Berlin können wir, glaube ich, mal außen vor nehmen. Aber tatsächlich sowas, was auch irgendwie jeder kennt, was aber tatsächlich einen etwas anderen Flair rüberbringen würde. Burkina Faso? Ja, bei den Gründen, die ich gehört habe, war es ja Rom, weil ja auch diese merkwürdige Schriftrolle irgendwie italienisch aussah, wurde gemutmaßt, dass es Rom sein könnte, um diese 5 rum. Deshalb, Okay. Das war doch so typischer Gang-Style irgendwie, das hat mich sofort irgendwie an GTA, was war es eigentlich? Er hatte gar keine Zeit, was gilt eigentlich San Andreas, eigentlich so als Spin-off drin, von dem dritten Teil. Ja, ne? Hatte keine Nummer. So, wir haben aber auch noch den Bene dabei, der, glaube ich, zu dem Thema auch noch was sagen will. Hallo, Bene. Hey ho. So, GTA 5. Wenn man den Trailer aufmerksam angesehen hat, ist ein Event auch... Dass du da tatsächlich immer sofort... Ich schalte den Ton laut bei dir und du ratterst so Terminator-mäßig direkt immer so runter. Das ist ja unglaublich. Wenn man den Trailer rückwärts abgespielt hat, in doppelter Geschwindigkeit... Nein, also ganz genau angesehen hat. Ganz genau. Ist einem aufgefallen, dass da ganz oft die Zahl 2405 stand. Und zwar über viermal. Einmal auf dem Flugzeug, auf dem Bus, auf dem Schild und auf dem Bordstein. Und du meinst, das ist jetzt die Verschwörungstheorie, dass am 24.05.2037 das Spiel rauskommen wird? Ich denke eher 2012, aber es muss ja irgendeinen Grund haben, dass die Zahl so oft drin vorkommt, oder? Ist es nur Zufall?
Nee, also fände ich tatsächlich schon so plausibel, dass sie sowas verstecken. Aber 2012? Ich meine, das wäre in einem halben Jahr. Das echt? Sah ja schon relativ fertig aus, ne, so von der Umgebung. Wollte auch sagen, der letzte GTA-Teil ist ja auch ein bisschen her, oder? Ja, die werden garantiert einen Monat später an 5 angefangen haben. Was ich aber wirklich interessant finde, ist, dass es auch wirklich GTA 5 heißt und jetzt nicht einfach nur GTA, wie hieß es jetzt, wo spielt es jetzt, Los Santos. Weil bisher haben sie ja eigentlich immer für jede Konsolengeneration so einen Teil rausgebracht. Gut, bei 2 war es ein bisschen vermischt, weil der kam auf dem Dreamcast und auf PlayStation 1. Nein, egal. Und das ist, dass sie jetzt wirklich das Ding 5 nennen. Faszinierend finde ich jetzt gerade das, was Homie 2000 im Chat bei uns schreibt. Dazu kommt noch, dass die größten Rockstar-Games anscheinend alle im April, Mai erschienen sind. Ja, das war stimmt, ja. GTA 4 kam ja auch kurz vor Sommer. Habe ich nie drauf geachtet. Ja, doch. Da haben sie ja damals anfangs Kritik für bekommen oder denen wurde irgendwie gesagt, was ist denn für ein komisches Datum? Und letztendlich haben sie eben, das war glaube ich eines der ersten Spiele, die dieses Sommerloch ignoriert haben und da eben quasi reingegrätscht sind, weil ja immer noch in der klassischen Spieledistribution das Gerücht herrscht, dass im Sommer kein Mensch Spiele spielt und die noch nie davon gehört haben, dass auch im Sommer es durchaus mal regnet. Und danach ging das dann los. Danach haben einige große Marken das versucht und damit auch ganz gut eigentlich, sind damit ganz gut gefahren. Okay, Bene, wirst du es dir holen, wenn es rauskommt? Ich denke, das wird wegen meinem Alter ein bisschen Probleme geben, daher lasse ich es mal lieber. Obwohl, wenn es im, da darf ich ja schon, doch. Ja, wenn es an dem Datum wirklich rauskommt, dann darf ich ja schon, davor darf ich es nicht und dann mache ich das lieber nicht und vor allem, da es jetzt jeder hören kann, sage ich einfach, dass ich es nicht machen würde. Sehr gut, sehr, sehr löblich. Da müssen wir doch tatsächlich auch den gebührenden Applaus für abfahren. Danke. Ich hab das aus jetzt hier. Ich hab das so lange nicht mehr benutzt, das Soundboard. Das ist echt. Ich hab's nicht vermisst. Doch, ich schon. Du hast es nicht vermisst? Ich bin sehr alleine. Warte mal. Ach, verdammt, ich komme. Ja, ich vermisse es auch nicht. Oh. Mann. Bene, hast du noch ein Thema? Oder ja, das habe ich eben vor 5 Minuten gerade mal gelesen. Morgen kommt angeblich die Demo zu Anno. Zum neuen Anno-Teil. Dieser 2074, oder wie der heißt. 2070. Ja. Was hast du gerade gesagt, Sven? Auch für Mac? Ja, 2070 wahrscheinlich. Im Emulator vielleicht, keine Ahnung. Weiß nicht, ob es sowas für Mac gibt. Naja, ich habe ja jetzt zum Glück auch ein Windows 7 auf meinem MacBook. Warum Windows hast du sowas? Geht nicht und ich habe Windows 8. Zum Glück streichen wir mal wieder. Ja, aber wir wollen die üblichen Windows-Apple-Rants vor dir heute mal nicht hören. Naja. Die üblichen, Moment. Oh Mann, ich brauch was sagen. Ja, genau, dann sag doch was. Ich freue mich sehr auf das neue Anno, weil das ist ja der erste Teil, der jetzt mal in der Zukunft spielt, weil Anno kennt man ja eigentlich nur von 1602, 1701 oder keine Ahnung, welche Zahlen das genau waren. Also halt immer in der Vergangenheit, jetzt mal ein ganz neuer Teil in der Zukunft, wo man ja auch selber bestimmen kann, zumindest so die Gerüchte, ob man mehr in diese nachhaltige Energie geht oder mehr in die Wirtschaft. Das heißt, das spielt sich auch in 10 da drin ab. Das heißt, alles, was man macht, soll dann nachhaltig das Spiel verändern. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen wollen in diesem neuen Anno-Teil. Holt sich jemand von euch die Demo morgen, wenn sie rauskommt? Ich habe ja schon in allen Quopcasts und überhaupt in meinem ganzen Leben gesagt, dass Strategie- und Aufbauspiele und ich sind so inkompatibel wie Sven und Windows-Rechner. Nee, wieso wie ich und Adventures? Ja, das stimmt. Adventures sind toll. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Okay. Haben wir noch irgendwas? Ich glaube gar nichts. Nö, also ich kann noch mal gucken, ob ich noch irgendwas Tolles finde. Klack, klack. Nö. Doch, das sind irgendwelche offiziellen GTA 5 Informationen, die jetzt rausgekommen sind. Das kann ich aber ganz schnell überfliegen. GTA 5, ja, was haben wir da jetzt offiziell? Ja, das lese ich gerade, wenn mein Internet ein bisschen flüssiger laufen würde. Es ist Open World, was ganz Neues. Von Rockstar Nord, da stand auch schon. Da steht ja gar nichts Neues. Hey, super. Als wenn die jetzt schon irgendwelche Neuigkeiten rausgeben würden, also. Na, morgen kommt die Demo, so versteckt in Anno 2070. Ja, genau. Wenn ihr Anno 2070 rückwärts installiert, dann habt ihr eine selbstlaufende Demo von GTA 5. Und Origin mit installiert, mit all euren genau. Daten. Auf dem iPhone. Und da eure Daten auch rückwärts eintippt, dann könnt ihr euch bei Facebook eine ZIP-Datei bestellen. Ich habe gerade krampfhaft überlegt, wie wir da Facebook noch einbinden können, aber du hast es geschafft, Sven, danke.
Gut. Eine Sache habe ich doch noch gefunden. Du hast aber nur in Schleswig-Holstein. Angry Birds wurde über eine halbe Milliarde Mal durch Dawn geloadet. Eine halbe Milliarde Mal. Das sind ein bisschen mehr, als die neuen Personalausweise ausgegeben wurden. Muss ich dir mal überlegen, 500 Millionen Mal wurde das gekauft. Das ist jetzt nicht so besonders, das ist ungefähr das, was so an Quapcast so regelmäßig runtergeladen wird. Schon, aber das ist ein Videospiel und das ist Quap, das kann man nicht vergleichen. Naja, wir haben aber auch vor, jetzt schon Plüschtiere so analog zu Angry Birds von Sven und mir machen zu lassen. Ne? Also cool. Knuddel deinen Sven und schlag deinem Micha ins Gesicht, finde ich super. Die Micha-Figur, ein Verschluss Micha, auf dem Rücken, wenn man den aufmacht, bin ich eben. Das könntest du wieder rauskramen. Ja, genau. Oh Mann, Bene, ich sag schon mal danke. Vielen Dank, dass du dabei warst. Du willst dich nicht verabschieden bei uns? Doch. Tschö. Ciao. Doch, will ich. So. Nicht immer Sätze mit so beginnen, das ist ganz schlecht. Muss ich aber. Mach ich auch ständig. Nee, das ist im Grunde nur, weil ich hier absolut überfordert bin mit den ganzen AGBs. Boah, hast du das so gewollt? Ja, das stimmt. Habt ihr eigentlich diese ominöse, geleakte Microsoft Roadmap gesehen? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt steht nicht. Da drin, wie man nach Chicago kommt? Die Roadmap. Moment. Jetzt ganz schnell, jetzt hier. Das war echt mies, das war echt schlecht. Nee, wieso? Erklär uns ein bisschen, was steht da drin? Da steht zum einen der Launchtermin von Windows 8 drin, der soll irgendwann August 2012 sein. Da steht der Launchtermin von Windows 9 drin, der soll November 2014 sein. Und da steht der Nachfolger der Xbox 360 drin, die Xbox Loop, wie sie derzeit heißt. Loop. Also man ist von den 360 Grad zur Endlosschleife gekommen. Ja, und auf jeden Fall soll die 2013 auf der E3 präsentiert werden und auf der Build 2014 um den Dreh soll der Launchtermin sein. So zumindest diese ominöse Roadmap. Ja, genau. Bernd schreibt im Chat, ich dachte, das heißt 720. Hier, Kollege. 720. Ich hätte, wenn ja, dann zumindest gesagt 361. Ja, aber eben. Das sage ich ja auch immer. Aber oder Xbox 3. Ich dachte, sie heißt Xbox for you, weil die Wii U ja voll der Erfolg wird. Dann will Microsoft auch ein U da drin haben. Und weil denn die PS4 ja rauskommt, muss man auch ein for drin haben. Deswegen wäre for you voll gut. Das ist bei einer Marketingagentur ihrer Wahl zu registrieren. Dienste mit for you im Titel werden nichts. Das stimmt. Das stimmt leider wirklich. Echt? Und ist es offiziell oder hat sich da wieder irgendeiner einen blöden Gag erlaubt? Also gibt es da ein Statement zu von Microsoft? Ja, als ob Microsoft sagt, ja, diese Roadmap stimmt. Nee, wenn sie es dementieren würden, dann könnte man davon ausgehen, dass es stimmt. Es kommt kein Kommentar zumindest von Microsoft dazu. Stimmt's auch. Was ihr ja nicht wisst, ist, dass man die Xbox Loop dann nur mit Körpersäften und Leibwinden bedient. Das ist nämlich dann das neue Konzept. Apropos Körpersäfte und so, hast du das gesehen? Es gab ja auch ein Patent-Dings von Sony für einen neuen PlayStation-ähnlichen Controller, der dann auch irgendwelche Körperbiometriedaten auslesen soll. Ach, sowas wie den Intellity-Sensor. Der Sensor, der von Nintendo mal kommen sollte, für den DS. Den mittlerweile jeder hat, oder? Jeder. Der ist mittlerweile da? Quatsch. Das ist Ich lege mich einfach rücklings auf mein Balanceboard und wenn das Ding keine Batterien mehr hat, dann ist es tot und deswegen nicht mehr vital. Ach, Micha, mach den Lacher doch mal zeitnah. Nee, ich musste erstmal verarbeiten. Das war so ein intellektueller Witz, den ich jetzt erstmal nicht so zeitnah durch die ganzen Gehirnwindungen, die hier von dem komischen Kopfhörer festgehalten werden, verarbeiten lassen. Der kommt von hinten, ja. Der kommt von hinten im Loop. Ja. Oh Mann. Moment, ich könnte hier dafür das hier einspielen. Was kommt jetzt? Moment. So. Muss ja erst die Lautsprecher. Sehr schön. Hast du irgendwie gerade so eine Shellac-Platte irgendwo ausgegraben, die du sonst in stiller Stunde immer hörst? Dann nee, ein VHS-Band. Okay, auch nicht schlecht, ja. Wurscht. Du hattest in der letzten Podcast gefragt, was eigentlich aus diesem MacWarrior-Projekt geworden ist, Sven. Ich erinnere mich daran. Und just gestern habe ich tatsächlich gelesen, dass es jetzt tatsächlich als MacWarrior Online nochmal für 2012 angekündigt wurde. Als Free-to-Play. Genau. Als MacWarrior Online. Das ist wieder so ein typischer Fall, wenn irgendwie ein Entwicklerstudio irgendwann feststellt, was brauchen wir denn? Grafik hat irgendeine Steuerung und wir brauchen eine KI. Oh, echt? Ja, das kostet Geld. Scheiße, ist nicht im Budget drin. Was machen wir denn jetzt? Wir machen daraus einen Online-Titel. Dede. Ja, viel Spaß. Och Mann, MacWarrior Online. Da ist wieder keine Story drin und das ist bestimmt wieder alles total reduziert und ich darf nicht an den Macs vernünftig rumschrauben, weil wenn man an Macs rumschrauben muss, dann muss der andere ja warten im Channel und das ist ja absolut nicht mehr zeitgemäß. Guckt euch dieses Quake Done Today Video an, dann wisst ihr meinen Schmerz. Ja, aber man weiß noch nichts, deshalb, ne?
Aber ja, kann nur schlecht werden. Ich hab die auch, Zeiten der guten Spiele sind vorbei. Die Zeiten der guten Spiele sind vorbei, genau. Weil es ja auch überhaupt keine guten Spiele mehr gibt. Nee, ich habe nämlich jetzt, ich habe ja gerade, darf ich den Namen eigentlich noch sagen? Ich habe nicht mitbekommen, ob es inzwischen beschlagnahmt, indiziert, verkauft, auf den Mond geschossen oder in die Hölle verbannt ist. Ich habe jetzt mal Dead Island gespielt und bin mittlerweile so irgendwie 6, 7, 8 Stunden drin. Und mein Gott, ist das eintönig. Wird das noch besser? Ich habe es nicht gespielt, ich weiß es nicht. Dieses Gewitter, was sich da seit 6 Stunden ankündigt auf der Insel, auch mal irgendwann los? Also laut dem, was ich aus von meinen Kollegen höre, wird es nicht besser. Das ist, okay. Es wird so sich noch etwas hinziehen. Mhm. Ja, ich meine, gut, es ist auf 4 Spieler Koop ausgelegt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann richtig Spaß macht. Aber so alleine ist das echt so ein bisschen meh. Das hat nette Ideen, aber irgendwie, boah, wenn man den 250.000. Zombie irgendwie erschlägt und dann irgendwie nach dem dritten Zombie wieder mal irgendwie ein Messer unscharf ist. Du arbeitest also tatsächlich so langsam alle Spiele auf, die sich bei dir gestapelt haben, oder? Ich bemühe mich. Ich habe ja noch irgendwie Rage in der Pipeline und ich habe parallel Gears of War 3 endlich mal angefangen. Das habe ich mir dann für die zweite Xbox hier mitgenommen auf einem USB-Stick. Also den Speicherstand und meinen Gamertag und dann festgestellt, dass es noch immer nicht möglich ist, wenn nicht mindestens 2 der 3 Komponenten einer Xbox irgendwie übereinstimmen, das dann zu spielen. Also beziehungsweise ich wollte eigentlich Crysis spielen, das hatte ich runtergeladen auf Xbox Live, kann man das ja, ne? Und so. Das geht gar nicht und du hattest mir das Daytona USA empfohlen, das, von dem ich gar nicht wusste, dass es jetzt auf Xbox Live erschienen ist, das hatte ich mir dann auch noch runtergeladen, schnell auf den USB-Stick gepackt und ja, dann startet ihr halt. Ich kann die Demo spielen. Und Crysis kann ich gar nicht spielen. Und du hast die Xbox Gears dann mittlerweile auch noch nicht online gebracht. Du kannst es immer noch nicht spielen. Nee, das scheitert daran, dass wir hier nicht 25 Meter Netzwerkkabel haben und ich echt nicht einsehe, 60 scheißverdammte Euro für diesen WLAN-Adapter auszugeben. Und so ein Powerlan-Adapter für 60 Euro kostet genauso viel. Und mein heule ich halt lieber rum, als Dinge zu lösen. Ja. Und nee, also es ist, den Gears of War Speicherstand kann man nicht kopieren auf Memory Stick, sondern den kann man nur moven. Und ich dachte, okay, gut, ist ja voll irgendwie Credential High Security gelöt hier mein Gears of War Speicherstand. Mich nervt das so, dass irgendwie Spiele der Meinung sind, irgendwie, ich darf sie nicht betuppen, indem ich meinen scheiß Spielstand für einen Singleplayer oder für eine Singleplayer-Kampagne irgendwie kopieren darf. Das ist irgendwie fürchterlich heutzutage. Auch da wieder auf dieses Video verwiesen. Es ist ähnlich wie bei Gran Turismo, wo ich es noch verstehe, dass man irgendwie seine Werkstatt irgendwie nicht, seine Garage nicht dupen soll oder so. Aber bei Gears of War verstehe ich es echt nicht. Jedenfalls, ich habe es dann gemoved und dachte, mein Gott, ja, dann move ich den Spielstand halt auf den USB-Stick. Und selbst der funktioniert hier nicht. Der sagt mir, der Spielstand wäre korrupt. Jetzt weiß ich nicht, ob der Stick kaputt ist oder ob ich, wenn ich nach Hause komme, wirklich einen korrupten Spielstand habe. Weil dann darf ich nochmal von neu anfangen und das würde mich echt annerven. Ich könnte dir stundenlang zuhören, wie du über solche kleinen Probleme dich so ereiferst. Also dann muss ich mir nämlich mal die Microsoft Roadmap leaken und dann nach Redmond fahren und da den Laden anzünden. Ja, wobei das ist tatsächlich. Ist tatsächlich, der hat ja gar nicht mehr so viel damit zu tun. Da muss ich schon irgendwie an Herrn Ballmer wenden. Dann muss er mir halt Geld aus seiner Stiftung überweisen. Mhm. Macht er wahrscheinlich irgendwann. Wahrscheinlich. Für bedürftige Leute, die an seinem Sobald Produkt du dir ein Windows-Phone kaufst. Genau. Würde ich ja, aber es ist ja immer noch zu teuer. Sagte der sich für Millionen Euro Dingens kauft, iPhone. Ja, als Primärgerät, ja. Als Sekundärgerät hätte ich so ein Windows Phone tatsächlich gerne. Ich würde es auch gerne jemandem aus meiner Familie empfehlen, aber solange es genauso teuer ist wie ein iPhone, macht es keinen Sinn. Anderes Thema. Ich sollte eigentlich jetzt laut Chat sagen, apropos gute Spiele, mache ich aber nicht, du arbeitest alte Spiele auf und bist also tatsächlich bei aktuellen Titeln noch nicht angekommen. Deshalb Uncharted 3 ist wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm bei dir. Nee, das habe ich erst durch dich, durch deinen Tweet erfahren, dass das mittlerweile auch raus ist. Aber jetzt erzähl doch mal ein bisschen was davon. Ich fand ja den zweiten Teil fürchterlich, wie man das so kennt von mir. Also spielerisch, ich weiß nicht, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, dass ich den zweiten Teil halt deswegen fürchterlich fand, weil der so unglaublich widerlich überzogen ist. Ich mochte halt irgendwie am ersten Teil so wenigstens den halbwegs realistischen Unterton. Und beim zweiten Teil stürzen ja, also wenn ich interpoliere zwischen vom ersten auf den zweiten auf den dritten, dann müssten gemessen daran, dass ein Teil später irgendwie wolkenkratzerhohe Tempel einstürzen, während 25 Helikopter mit Raketenwerfern auf mich schießen, müssten eigentlich beim dritten Teil jetzt die Nazis vom Mond kommen, mit samt Mond auf den ägyptischen Pyramiden notlanden, eine Bombe im World Trade Center, was wieder aus Glas aufgebaut ist von wiedererweckten Nazi-Zombies, gleichzeitig mit fliegenden Untertassen auf mich schießen, während ich auf dem Innenteil der Erde auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer bin. Ich schieße auch gleich eine fliegende Untertasse auf dich.
Ist das so? Also das, was auf jeden Fall an Uncharted 3 gerne mal zusammenbricht, sind irgendwelche Abwasserrohre an Häusern. Also, liebe Leute, solltet ihr irgendwann mal vorhaben, an einem Abwasserrohr hochzuklettern, macht es nicht. Uncharted 3 beweist uns, das geht nicht. Zu 150% brechen sie ab und man hängt dann da. Ja, das Spiel ist, ich sag's mal so, wenn dir die ersten beiden Teile schon nicht gefallen, dann wird dir der dritte Teil erst recht nicht gefallen. Das fand ich gut. Der zweite ist einfach mir zu überzogen. Aber was war denn das, was jetzt wirklich überzogen war? Ich meine, das gehört doch dazu bei Abenteuerfilmen, dass wirklich große Sachen zusammenbrechen und spannende Sachen passieren. Nee, wenn man im zweiten Teil in diesem lustigen Dorf in den Anden war, ja, und man geht durch dieses Dorf durch und denkt sich, ach, ist das idyllisch hier. Und dann kommt dieser Panzer da an. Wie bitte haben die diesen Panzer in dieses Dorf auf weiß ich nicht wie viele tausend Meter gekriegt? Und warum? Es ist ein verdammtes Dorf. Sagte der Mann, dessen Lieblingsspiel ein Tor zur Hölle öffnet. Ja, da ist der Grundtonus des Spiels anders. Ja, da ist irgendwie, das spielt direkt so. Ja, und das ist auch, mein Gott, man darf doch mal Tore zur Hölle aufmachen. Aber wenn man mir irgendwie suggeriert, das hier ist ein relativ ernst gemeintes Abenteuerspiel mit einem smarten Typen als Hauptcharakter, dann möchte ich irgendwie nicht da plötzlich in Shangri-La stehen, wo mir irgendwie, hallo, dieses Zuglevel geht gar nicht beim zweiten Teil. Wie viele Helikopter mit Raketenwerfern schießen da auf mich? 20? Einer? Einer? Einer, glaube ich. Exakt. Einer. Auf jedem dritten Wagen steht ein Typ mit einer Minikanone. Ich meine, geht's noch? Die beschützen den Zug. Was ist denn daran jetzt ungewöhnlich? In Shangri-La haben die scheinbar irgendwie sämtliche Sniper-Typen der Welt eingeflogen, damit man da irgendwie. Das ist zu viel. Echt, das ist mir echt zu viel gewesen. Ich finde das so absurd, dass du dich darüber aufregst, dich aber nicht aufregst. Und da habe ich mich tatsächlich sowohl beim ersten als auch beim zweiten Teil aufgeregt, dass da irgendwelche komischen, übersinnlichen Viecher vorkommen. Im ersten Teil diese Descent-ähnlichen Ex-Nazi-Zombies, die da in dieser Höhle leben. Im zweiten Teil diese Ziegenbock-Yetis. Also, jetzt mal ehrlich. Auch scheiße, ja. Also, das hat mich viel eher gestört. Also, dass da übertriebene Action ist oder irgendwelche riesigen Bauten umfallen, mein Gott, das gehört halt zu so einem Action-Trip dazu. Aber dass da diese Yeti-Ziegenböcke auf einmal im zweiten Teil aufgetaucht sind, nee, echt nicht. Hast du dich komplett ereifert, oder? Kacke, dass ich mich schon gar nicht mehr an die Detailscheiße erinnere. Nein, also eigentlich hat mir der zweite Teil dann doch spielerisch, irgendwie war er doch ganz nett, aber irgendwie weiß ich nicht. Er hat mir jetzt keine Lust auf den dritten Teil gemacht. Ist das so? Allerdings, wenn ich mich jetzt damit arrangiert habe, dass das Ganze so ein bisschen überzogen war, vielleicht kann ich mich dann auf den dritten Teil mal irgendwie anders einlassen. Das ist ja bei mir oft so, dass ich irgendwie, wenn ich dann mal irgendwie die Spiele so akzeptiere, wie sie sind und nicht irgendwas völlig Überzogenes überwarte, wobei es ist nicht überzogen zu erwarten, dass der zweite wie der erste vom Grundton ist, aber egal. Also, was auf jeden Fall komplett anders, nenne ich komplett anders, was tatsächlich noch eine Nummer stärker im dritten Teil ist, ist die Charakterisierung der Personen, die Inszenierung ist tatsächlich noch eine Spur imposanter, in jeder Hinsicht. Also, wenn du damit ein Problem hattest, wirst du beim dritten Teil auch ein Problem haben. Es sieht wieder wunderschön aus, das Spiel, also es sieht wirklich, also es sind Level, wo du dich wirklich vor den Fernseher setzt und fragst, boah, Wie hast du bis jetzt auf solche Spiele verzichten können? Und dann hab ich persönlich das Problem damit, dass ich das ganze Spiel spielerisch, also alle drei Teile, spielerisch ja wirklich nur mau finde. Also sowohl die Steuerung finde ich nicht optimal, das hat immer unendlich viele unfaire Stellen gehabt. Und unendlich ist ein gutes Stichwort. Es hat nämlich auch unendlich viele Spawnen der Gegner. Ist das beim dritten Teil immer noch? Es ist weniger. Es sind an manchen Stellen kommen noch relativ viele Wellen, aber insgesamt ist es deutlich weniger als in den anderen beiden Teilen. Das ist echt, also es ist ein Spiel, das auf jeden Fall jeder PlayStation 3-Besitzer gespielt haben muss. Definitiv. Auch wenn er nachher sagt, spielerisch fand ich es nicht gut. Es ist eine Erfahrung, die ist einfach super. Kann man echt einfach nur so sagen. Okay. Also ich finde es wirklich, also manche... Ich pack's mal in die Pipeline, ja. Kann man ja irgendwann mal für günstiger Geld... Also was da an Ideen abgefeuert wird, ist gigantisch, ne? Also... Flugscheiben? Was? Flugscheiben von Nazis? Die kamen bis jetzt noch nicht vor. Ich muss zugeben, ich habe das Spiel noch nicht ganz zu Ende gespielt. Ich bin kurz vorm Ende. Ich persönlich bin kurz vorm Ende. Es ist super, also es fesselt dich tatsächlich sehr. Und das sage ich als jemand, der sagt, spielerisch fesselt es mich eigentlich überhaupt nicht. Aber diese ganze Präsentation, die ganze Inszenierung, die ganze Story hat mich so in den Bann gezogen, dass ich da in zwei großen Sessions das Spiel bis fast vorm Ende gespielt habe. Ich wusste aus Reviews, wie viele Kapitel das Spiel hat. Und ich bin irgendwie kurz vor den letzten Kapiteln. Wahnsinn, also es zieht einen tatsächlich in den Bann.
Und wenn ihr was dazu sagen wollt, der Skype-Call-In ist immer noch auf, ne, weil das ist tatsächlich so ein schönes, kontroverses Thema, weil für die einen ist Uncharted ein riesiger Grafikblender, der spielerisch nichts kann. Für die anderen ist es die Erfüllung überhaupt, das beste Spiel, das jemals gemacht worden ist, zusammen mit den anderen beiden Teilen, die perfekte Inszenierung, filmgleiche Spiele und. Also wenn ihr eine Meinung dazu habt, tragt euch auch rein und sagt Sven mal die Meinung. Oder mir. Filmgleiche Spiele. Und während wir darauf warten, dass sich jemand zu dem Thema einträgt, können wir ja mal kurz dazu kommen, dass ich mir tatsächlich ein Spiel mal vorbestellt habe. Vorbestellt? Gibt ja. Es jetzt irgendwie Sudoku als neue 12-CD-Box mit allen Sudoku-Varianten, die jemals rausgekommen sind, oder? Exakt, aber auch Sonic Generations für den PC, was mich gewundert hat. Weil Sega, die ja bekannterweise mittlerweile mit Nintendo so sind, stellen ja eigentlich eher für die Wii-Titel her. Diesmal allerdings Sonic Generations für Xbox 360, für die PS3. Also mittlerweile Sega stellt ja die gängigen Titel für alle Konsolen her. PC weiß ich nicht, ob der regelmäßig rauskommt. Der kommt nicht für die Wii raus. Das hat mich gewundert und schockiert. Aber er kommt nicht für die Wii raus. Und das ist dafür für den PC. Ich freue mich und habe es mir vorbestellt. So. Warum? Und warum bestellt man sich überhaupt ein Sonic Generations vor? Ist das in irgendeiner Art und Weise jetzt endlich mal... Ich habe ja schon auf dem Gamescom-Special davon geschwärmt, weil es irgendwie... Es ist zwar ein 3D-Sonic, hat aber sehr viel vom Gameplay von den 2D-Teilen. Das ist irgendwie ein schöner Mischmasch, der aber aufgeht, wie ich finde. Mhm. Deshalb, aber das ist es, hat irgendwie jedes halbwegs 3D-Sonic bisher von sich behauptet oder mir suggeriert, als ich es mal kurz angespielt habe. Aber auf der Gamescom konnte ich es ja anspielen. Deshalb. Ja, gut. Zumindest die Level haben mich überzeugt. Haben sich tatsächlich überzeugt. Ich meine, ich habe es jetzt nicht angespielt, aber so super fand ich das jetzt nicht. Doch, also ich fand's. Mich hat's unterhalten. Und für zwischendurch zwei, drei Level spielen, warum nicht? Okay. Ist ja auch ist nicht es so denn jetzt PC, lustigerweise als für PS3. Irgendwie für den PC kostet es nur 30 Euro und für den PC irgendwie 50, für PS3 irgendwie 50, 60. Hat es denn jetzt wirklich nur 3D-Level oder sind zwischendurch auch so 2D-Level drin? Es sind 2D-Passagen mit drin. Also, das ist ja nicht schlimm. Die Umstellen zwischen 2D und 3D und es ist irgendwie ganz merkwürdig. Weil bisher war ja immer das Problem bei diesen Spielen, also eigentlich möchte ich ja Sonic genauso sehen. Ich möchte Sonic eigentlich wirklich nur entweder von der Seite oder von hinten rennend sehen, weil das ist das irgendwie, was irgendwie sein Signature-Move ist. Und bisher war ja bei den Spielen, wo diese Passagen drin waren, das Problem, gesteckt werden mussten, mit eben so etwas langsameren Passagen. Entweder bei Sonic Adventure 2, dass du irgendwie mit Knuckles unterwegs warst und irgendwelche belanglosen Steinchen suchen musstest und das völlig scheiße war. Oder eben bei Sonic Unleashed, wo du dann irgendwie diese Werwolf-Passagen hattest, die kein Mensch spielen wollte. Und offiziell hieß es immer, ja, nee, das wäre irgendwie, dann wäre das Spiel 2 Stunden lang, wenn wir nur diese Passagen drin hätten. Ja, mein Gott, dann ist es halt nur 2 Stunden lang. Ich meine, das erste Sonic fürs Master System kann man, wenn man gut ist, in 50 Minuten durchspielen. Ja, reicht ja auch. Ja, richtig. Ich meine, abspeichern konnte man ja damals eh nicht. Nee. Spiele waren ja sowieso bockschwer damals, aber naja. Aber heute ist ja alles einfacher, wie dein Quake-Video ja bewiesen hat. Ja. Das ist ziemlich irritierend für mich, wenn ich dich auf dem Screen vor mir sehe, Sven, dadurch, dass ab und zu mal deine Leitung so ein bisschen zusammenbricht, kommt das öfter mal vor, dass sie in dem Moment zusammenbricht, wo du die Augen gerade so halb zu hast. Dann sieht das so aus, als wenn du gerade einschläfst. Wenn du so vor dich hindöst. Ja, genau, wie die Geräusche kommen, dann denke ich mir, oh Gott, jetzt hast du es zu weit getrieben, jetzt haben wir irgendein Thema geredet, wo er sich nicht ereifern konnte und jetzt ist er tot. Das ist Herz stehen geblieben einfach. Ist gerade passiert, oder? Ja. Oh Mann. Ich habe ja keinen Herzschlag, das Thema hatten wir doch schon mal. Hatten wir das schon mal? Echt? Ja. Okay. Apropos Herzschlag. Ich weiß, bei welchem Thema dein Herz tatsächlich in unglaublichen Höhen schlagen wird. Dein Lieblingsprojekt auf der PlayStation 3, PlayStation Home. Ich habe heute einen Trailer gesehen, dass dieses Projekt anscheinend immer noch nicht tot ist. Ich dachte, es gibt es überhaupt nicht mehr. Und sie wollen es anscheinend mal wieder updaten, rebooten, erweitern oder sonst irgendwas. Unglaublich. Also, ja, also, ich weiß nicht, warum die da Energie reinstecken, aber offenbar wird es ja dann wohl benutzt. Also ich hab es tatsächlich letztes Mal peripher gesehen, weil ich würde ja sowas irgendwie nie starten, aber meine bessere Hälfte hat es halt letztens, als meine PlayStation hier rumstand, mal getan. Und dann habe ich so ein paar Minuten aus PlayStation Home mal wirklich so aus zweiter Hand mitbekommen
Und mein Gott, ist das ein langweiliger Mist. Ja, also hier im Chat kommt tatsächlich auch gerade von Homie 2000, der sagt, es wird umgebaut, es soll eine Social-Games-Plattform für Free-to-Play-Games werden, mit verschiedenen Bereichen, also so ein Social-Bereich, wo man dann wirklich einfach nur mit seinem Avatar rumläuft, einen Action-Bereich, wo man dann tatsächlich schießen kann und Granaten werfen kann und so, solches alles in dem Trailer drin und so ein Arcade-Bereich, wo man irgendwelche Minispiele, alter Schwede, also sorry, also wie viel Geld haben die da schon reingepumpt? Also ich kenne wirklich niemanden, der dieses Home auch nur im Ansatz interessant fand oder es länger als die ersten 10 Minuten oder 5 Minuten anschauen genutzt hat. Ich sag bloß, du kennst jemanden. Ich kenne jemanden, ja. Ist nicht wahr. Also ich kann dir die E-Mail-Adresse von demjenigen verkaufen. Der hat mir mal bei eBay ein Spiel abgekauft und als ich da irgendwie ihm noch ein paar Tipps irgendwie zu dem Spiel geben musste, als er mich irgendwie nochmal angeschrieben hat, schrieb er dann, ja, und vielleicht sieht man sich ja mal bei PlayStation Home, ich heiße da so und so, wäre ja nett, wenn man da mal chatten könnte. Und ich saß so vorm Rechner. Ja, also mit offenem Mund. Faszinierend. Das nutzt jemand? Ja. Also scheinbar, ne, also wenn man wirklich komplett unbedarft ist, was sowas betrifft, dann ist der Punkt ja relativ. Ja, ich meine, es gibt auch Leute, die Second Life spielen. Insofern scheint es ja da irgendeine Art von Zielgruppe zu geben. Spielt denn tatsächlich noch jemand Second Life? Ich glaube, in dem Moment, wo Home angekündigt war, war Second Life doch schon so dermaßen auf dem absteigenden Ast, dass es echt nur noch die Journalisten da drin ausgehalten haben, die darüber berichtet haben und nicht wussten, was tatsächlich da abgeht. Wobei, der Vergleich mit Second Life ja tatsächlich nur durch Journalisten irgendwie oben gehalten wurde, oder? Ja. Es war ja irgendwie dieser merkwürdige Boom, wo dann alle darüber berichten mussten und dann, es hat sich dann rausgestellt, als alle abgezogen sind, da bleiben nicht mehr viele übrig. Die dann tatsächlich ganz absurd. Aber ich war tatsächlich geschockt, als ich diesen Trailer heute gesehen habe. Ich meine, der sieht, ich will nicht sagen, er sieht schlecht aus. Er sieht aber auch nicht gut aus. Und nee, wirklich, also ich verstehe es echt nicht. Ich meine, dann sagst du noch, Sony hat, haben wir das gerade offiziell gehabt? Oder hast du es im Vorjahr, hatten wir das, dass Sony irgendwie unendlich viel Verluste gemacht hat oder so dieses Jahr oder dieses Quartal oder sonst irgendwas? Das waren die 800 Millionen, ne? Ja. Moment, ich gehe noch mal kurz. Sony rechnet mit Jahresverlusten mehr als 800 Millionen Euro, sagt ZDNet. Da darf man sich echt aber nicht das, wundern. Aber größtenteils wegen den TV-Verkaufszahlen. Die TV-Sparte, die ja seit irgendwie 8 Jahren auf keinen grünen Zweig kommt. Ich bin ja mal echt gespannt, was diese Vita irgendwie bringen wird. Also ich, als Wipeout-Fan habe ich für das Teil ja immer noch latent Interesse, aber ich fürchte echt, das Teil wird Sonys Sargnagel. Ich bin der Meinung, es wird ein technisch brillantes Ding, das spielerisch einfach nichts Neues bieten wird. Nee, das sowieso nicht. Neues nicht unbedingt, aber ja. Naja. Ich habe im Moment wieder so Spaß an meiner PSP, weil ich dieses Tactics Ogre so gerne spiele, dass ich auch überhaupt kein Bedürfnis im Moment habe, da irgendwie ein neues Gerät zu haben. Aber naja. Ja, man darf ja tatsächlich nicht außen vor lassen, dass es genug Leute gibt, die tatsächlich eher Casual-Spieler sind, die tatsächlich ihr iPhone, ihr Android-Phone zum Spielen benutzen. Ja. Und die holen sich dann vielleicht erst im 10. Schritt so eine PSP Vita. Die These ist ja irgendwie so alt, wie es irgendwie jetzt das iPhone gibt, dass irgendwie jetzt dadurch mobile Videospielkonsolen komplett kompromittiert sind, was die Wertigkeit der Spiele betrifft, weil einfach die Spieler nicht mehr bereit sind, mehr als 7 Euro für ein Spiel auszugeben. Also ich glaube schon, dass tatsächlich irgendwelche Hardcore-Spieler, die werden sich definitiv das Ding holen, also allein irgendwelche Technik-Geeks. Aber ob die große Masse sich so ein Gerät holt, ich weiß es echt nicht. Diese These halte ich halt genauso, also pauschal halte ich die auch für ein bisschen weit hergeholt, aber ich glaube, so in der Masse ist dieses Empfinden schon da. Also gerade was so manch ein 3DS-Spiel oder früher DS-Spiel irgendwie betrifft, was man da so irgendwie für 39 Euro kaufen konnte, war schon im Vergleich zu einem iPhone-Spiel, was man für irgendwie 79 Cent runterladen kann, teilweise schlechter und hatte weniger Inhalt. Und ich glaube schon, dass da sich ein paar Leute jetzt an die Stirn packen werden, wenn sie dann irgendwie da, gut, jetzt ist die PS Vita, Sony betont mal wieder bei jeder Hardware, die sie releasen, dass es ja keine Spielkonsole ist und der Name auch völlig falsch ist, sondern dass es ja ein mobiles Entertainment-Gerät wäre und da frage ich mich, ja, wie? Nee, das funktioniert nicht. Die Sparte ist irgendwie schon komplett besetzt und da kann auch ein Sony mit seinen komischen, nicht unter Kontrolle zu kriegenden Marktplätzen einfach nicht gegen anstinken, weil die werden nicht plötzlich bei der Vita auf den Trichter kommen, dass, oh, man könnte ja mal die Marketplaces in allen Ländern vernünftig organisieren. Also das ist einfach eine Philosophie bei Sony, die einfach nicht mit deren Realität, die sie sich ausmalen, irgendwie übereinstimmt, sondern da ist einfach eine komplette Realitätsferne. Also das ist unglaublich, was die da irgendwie machen und was sie glauben zu machen. Ich hatte aber jetzt gerade irgendwas. Irgendwas wollte ich gerade noch einschieben, weil du irgendwas sagtest, habe ich aber komplett vergessen. Was war denn das? Kannst du die letzten 10 Sätze nochmal wiederholen? Nee, lieber nicht, aber man wird echt alt. War ich wieder weg oder was war?
Nee, ich weiß echt nicht mehr. Ich wollte gerade irgendwas einwerfen, ist komplett weg. Ich könnte jetzt was anderes einwerfen. Hier so das Quapcast und Bernd Willowait Gedächtnisthema, das wir heute noch anschauen. Das wollte ich tatsächlich letzte Mal beim Quapcast schon einschieben. Und habe dann nämlich aus irgendwelchen Gründen vergessen. Ich hatte vor 2 Wochen oder vor einer Woche gesehen, dass dieses iOS-Spiel Infinity Blade tatsächlich jetzt eines der ersten iOS-Spiele sein wird, das in die große Spielhalle übertragen wird. Wo tatsächlich große 42 Zoll Fernseher stehen, auf denen das Ding dann laufen wird, wo du dann mit deinen Fingern dann das Schwert hin und her bewegen kannst und ausweichen kannst und sowas. Also finde ich auch mal tatsächlich einen sehr, sehr interessanten Ansatz, sowas in Spielhallen zu bringen. Wobei in Deutschland wahrscheinlich Spielhallen sowieso nicht mehr so groß verbreitet sind. Es ist ja tatsächlich eher in allen anderen Ländern dieser Welt, ne? Das Spielprinzip ist sehr arcadig, also eigentlich passt es da gut hin, ja. Aber es fand ich faszinierend. Also da habe ich mir echt gedacht, okay, warum nicht? Also da sieht man das auch, Titel und irgendwelche Marken, die auf irgendwelchen Touchgeräten oder auf mobilen Geräten rausgekommen sind, es tatsächlich schon irgendwo schaffen, woanders Fuß zu fassen. Ne? Finde ich tatsächlich sehr faszinierend. Die aber Frage ganz ehrlich, nenn jetzt mal aus dem Stand 5 Spielhallen in Deutschland. Ja, mir fällt keiner ein. Nein, Deutschland ist natürlich ein schlechtes Beispiel. Also, weil Deutschland ist Spielhallen. Spielhallen haben ja sowieso immer schon diesen Beigeschmack des Gammeligen, des Schmutzigen und des was weiß ich nicht gehabt. Das ist ja in anderen Ländern tatsächlich überhaupt nicht so. Da sind ja, also wenn ich mir an irgendwelche Spielhallen in London denke, da ist ja tatsächlich jung und alt gewesen, die einfach wirklich Spaß hatten in den Dingern. Und hier in. Was kommt jetzt? Jetzt muss der große Seufzer, oder? Nee, ich erinnere mich nur gerade daran, dass in der Pommesbude meiner Wahl früher irgendwie ein Striker 98-Automat stand. Ach, das war schön. Ich hatte immer was zu gucken, während ich auf meine Pommes rot-weiß wartete. Ich habe da nie Geld reingesteckt, aber hey, es sah irgendwie gut aus. Es war 3D-Fußball vor FIFA 97. Naja. Super. War das Striker 98? Kann ja nicht sein. Wenn es vor FIFA 97 war, dann muss es ja irgendwie so... Striker 93 war es, glaube ich. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich rede ich gerade totalen Bullshit. Ist egal, das tun wir alle. Es gab einen A-Type-Automaten in Freibad bei uns, glaube ich, früher. Da durfte sowas stehen. Da habe ich ganz viel Geld verschwendet. Ja, da gab es so ein offenes Kiosk, nenne ich es mal, wo man auch so irgendwie so selbstbedienungsrestaurantmäßig Pommes und so kaufen konnte. Und da standen tatsächlich 2 Automaten drin. Das war irgendwie A-Type und noch irgendwas, irgendein Rennspiel. Ich kann mich daran erinnern, als ich so kurz hinter meinem Abi war, also wirklich gerade noch während meines Abis, da war es tatsächlich gang und gäbe, dass man sich mit Leuten unter anderem in solchen Spielhallen getroffen hat, um da so Geschichten wie den Tetris-Automaten zu spielen oder Mortal Kombat und so ein Kram, dass man sowas alles gemacht hat. Also, aber heute darf man es wahrscheinlich echt nur noch so hinter vorgehaltener Hand sagen, sonst wird man erschossen. Ja, das letzte Mal war ich in der Spielhalle, das muss so irgendwie, weiß ich nicht, 99 oder so gewesen sein. Das ist so ein Billardcafé bei uns in der Gegend. Die haben tatsächlich auch so eine kleine Spielhallenecke, wo irgendwie so ein paar Automaten drin stehen. Und ich war mal in einem lustigen kleinen Park in, weiß ich gar nicht, habe ich vergessen. Bin ich aber letztens mit dem Auto dran vorbeigefahren, dachte, ach guck mal, hier warst du mal als Kind. Da gab es irgendwie eine total bimmelige Bummelachterbahn und 3 Rutschen und eine kleine Arcade. Und rate mal, wo wir das Geld reingesteckt haben, in die Flipperautomaten in der Arcade. Sehr gut. Ich dachte schon, das Geld hast du in die Rutsche reingesteckt, damit du rutschen darfst. Das war in Holland, fällt mir gerade ein. Genau, das ist auch ein tolles Geschäftskonzept. Wenn du Rutschen machst, wo wie bei den Parkplätzen, wo du im Auto nicht zurückrollen darfst, so Stacheln irgendwie sind. Wenn du runterrutscht, ohne Geld reinzuwerfen, dann reißt sie aber so von den Hintern auf. Das wäre super. Ja, oder einfach so Angsttore. Also du machst so 5 Tore auf dem Weg nach unten und weißt irgendwie, hinter dir rutscht schon der Nächste. Und du musst irgendwie Geld an den einzelnen Stationen einwerfen, damit sie weiter aufgehen. Sonst rutscht der Nächste in den Steiß. Das ist ein tolles Geschäftsmodell. Ich glaube, wir sollten offizielle Rutschenanbieter werden. Die Rutschen des Todes. Wir können dann an jedes Rutschentor, wir können in Schleswig-Holstein aufbauen, und an jedes Rutschentor machen wir irgendwie so einen Geldschlitz und einen Like-Button. Ja, das ist toll. Ja. Ich arbeite das mal kurz besser aus, ich bin gleich wieder da. Nein, du bleibst hier. Ein komplett anderes Thema, das vielleicht auch etwas für unseren Technik-Backup-TV-Menschen Severin ist. Ich habe heute gesehen, dass die Schlagzeile bei Heise war, als es um Browser-Marktanteile ging, Safari dominiert das mobile Web. Das wurde dann irgendwie gesagt, dass Safari, das mobile Safari, einen Anteil von 62% an irgendwelchen anderen, an den ganzen Browsern hat. Und ich habe keine Ahnung, es war Opera und irgendwelche anderen Browser teilen sich dann den Rest auf. Was ja irgendwie anhand des Anteils an iOS-Geräten jetzt gar nicht mal so weit weg ist, oder? Weiß ich nicht, weil es wird doch in letzter Zeit tatsächlich immer wieder gesagt, dass die Android-Geräte, die iOS-Geräte so langsam aber mächtig eingeholt haben.
Ja, aber nur. Also im letzten Quartal hat Samsung deutlich mehr Smartphones verkauft als Apple. Das habe ich so noch im Hinterkopf. Ich weiß jetzt aber auch nicht die Zahlen, aber ich glaube, auf lange Sicht ist da Apple immer noch weit vorne. Genau. Und das, was Sven sagt, ist aber genau der Punkt, wo ich dann auch so ein bisschen nachgedacht habe, als es dann um Smartphones ging. Und dann habe ich tatsächlich mal meine Nutzung und die Nutzung anderer Leute mir angeguckt. Und ich behaupte, dass die großen Safari-Browser-Zahlen in erster Linie durch so Geschichten wie das iPad zustande kommen. Weil mit den kleinen Geräten, tatsächlich dann mit Android-Geräten, browst niemand so richtig. Wobei es natürlich auch Android-Tablets gibt. Was gibt eigentlich eine App beim Webzugriff für einen User-Agent raus? Den man wahrscheinlich einstellen kann. Du musst es ja rüberschicken im Protokoll. Das wirst du wahrscheinlich selber definieren können. Das könnten wir jetzt testen, indem ich mal eben ich die Log von meiner Seite öffne und du mal eben auf meine Seite drauf gehst mit dem iPad. Dann können wir sehen, wie deine User Agent aussieht. Beim Safari, klar, aber ich meine jetzt, wenn man jetzt mit der Facebook-App auf Facebook, also mit der Facebook-App Facebook benutzt, wird das dann bei Facebook in der Statistik als ein iOS-Zugriff, ein Safari-Zugriff gewertet oder gilt das dann, wird das auch das nicht bei denen da in der Statistik? Ja, den User Agent selbst festlegen. Genau, es ist ja nicht so, dass irgendwelche User Agents festgeschrieben sind von jemandem, sondern du kannst den ja selber schreiben, wie du lustig bist. Es sind halt nur eben welche, die etabliert und bekannt sind und du kannst den für deine App natürlich selber machen. Du kannst natürlich auch irgendwelche Sachen faken. Ne? Also es gibt genug Browser, die, ich meine, das macht ja selbst, Safari weiß ich gar nicht, ob der das kann. iCap. Genau, iCap, dem kannst du ja sagen, bitte gib dich als mobilen Safari aus, bitte gib dich als als nicht mobilen Safari aus und. Letzten Endes teste ich so auch alle möglichen Seiten, wenn ich mal an der mobilen Seite arbeite, da habe ich mein Firefox-Plugin, mit dem ich eben die User-Agents durchschalten kann. Ja. Und da kann ich auch auf iPhone oder iPad umstellen und plötzlich sieht es eben für die Seite so aus, als ob es ein mobiles Endgerät wäre. Aber das ist wirklich die Frage, die ich mir gestellt habe, ist bei den verkauften Zahlen ist es tatsächlich so, dass das iPad da so eine große Rolle spielt, dass die Smartphones tatsächlich selber im Websurfen gar nicht so eine große Rolle spielen, weil da in erster Linie Apps benutzt werden, weil Surfen auf den kleinen Displays einfach viel zu unbequem ist. Oder ist es sogar so, dass die Android-Telefone und Tablets, sofern es sie denn tatsächlich in großer Reichweite gibt, tatsächlich doch viele Browser nutzen, die sie sowieso irgendwie verschleiern und gar nicht sagen, dass sie ein mobiles Gerät sind. Ne? Ich muss nochmal gerade, weil Dennis das im Chat erwähnt, irgendwie klar, die Facebook-App war jetzt ein blödes Beispiel. Ich meine jetzt sowas wie, weiß ich nicht, eine Twitter-App auf dem iPhone oder so, wenn da so ein Browserfenster aufspringt. Gibt das dann den User-Agent, weil das ist ja prinzipiell eigentlich nur ein Durchrouten von Safari. Gibt das dann irgendwie Twitterific als User-Agent aus oder ist das tatsächlich in dem Moment Safari? Weil eigentlich müsste es ja Safari sein im Mobil, damit die jeweilige Webseite auch eventuelle Optimierungen für diesen Browser irgendwie anzeigen kann. Nee, Safari wahrscheinlich nicht. Es wird wahrscheinlich schon irgendwie sagen, ich bin ein Facebook-Ding, das auf der WebKit-Engine bla 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 läuft. Und anhand des WebKits könnte die Seite dann erkennen, dass die und die Eigenschaften unterstützt werden und nicht. Ich vermute mal, dass es so gemacht wird. Weil es gibt ja auch Statistiken, die sagen, dass wesentlich mehr Webzugriffe auf den iOS-Geräten direkt über Apps stattfinden und relativ wenig eigentlich über den Safari. Oder nur die Hälfte, glaube ich, über den Safari oder so. Aber da gibt es auch 15 verschiedene Statistiken. Aber letzten Endes wollte die eigenen Aufrufe, die man eben in die Apps einbauen kann. Da ist ja eben das Problem, dass es eben nicht direkt über den Safari läuft, sondern selbst ich könnte jetzt einfach, wenn ich eine App schreiben könnte, könnte ich ja auch sagen, der User Agent ist Severins tolle Test-App. Und da wird es eben nicht mit getrackt und eben nicht mit in die Statistik einfließen. Na klar, die Frage ist eben nicht was man kann, sondern was die Regel ist. Klar, bei all den selbst gecodeten, custom gecodeten Sachen ist es natürlich dir selber überlassen. Ne? Aber ich weiß nicht, wenn du sagst, wenn du so ein WebKit-View hast, ob der nicht automatisch irgendwie Generic WebKit-View bla 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 einfach rüberschickt. Weiß ich nicht. Habe ich mir noch nie angeguckt. Gehe ich mal tatsächlich von aus, dass es so ist? Naja. Letzten Endes, der Chrome sendet ja auch so einen lustigen User-Agent, wo Chrome und Safari drin steht, raus. Ja. Was ich noch sagen wollte, ist, wenn du sagst, verkaufte Android-Geräte oder dass Samsung viele Android-Geräte verkauft hat, es ist wohl, ich weiß nicht, ob es da eine Statistik zu gibt, aber ich stelle letzter Zeit fest, dass immer mehr Leute wirklich so ein Android-Telefon haben, weil es im Moment irgendwie zur Vertragsverlängerung relativ günstig gibt, dass die aber keinen Internetvertrag da dran hängen haben, sondern das Ding einfach nur als großes, tolles Telefon benutzen und irgendwie tolle Bilder damit schießen können, weil es eine tolle Kamera hat. Das ist das, also, was Bernd gerade, mein Gott, Bernd, kann ich schon nicht mehr reden, Bernd gerade auch im Chat schon gesagt hat, dass er eben davon ausgeht, dass iOS-User in der Mehrheit eine Datenflat haben und wer sich ein einfaches Android-Handy kauft, hat nicht unbedingt eine Datenflat, sondern will vielleicht einfach nur ein relativ aktuelles Handy haben, auf dem er auch mal ein Spiel spielen kann. Ne? Ja. Ja,
kann tatsächlich so sein. Auf jeden Fall auf dem Desktop ist der IE weiterhin auf dem Rückmarsch. Wobei der ja, glaube ich, war das jetzt mal diese unter 50% weltweit? Ja. Ja, gut, dann war das genau die Zahl, das ist das, ja. Endlich unter die Hälfte gerutscht ist. Wobei ja in Deutschland ist sowieso Firefox irgendwie seit Jahren ganz weit vorne. Ich glaub, was sich ja jetzt selbst erledigen wird, dadurch, dass Firefox nur noch ein Haufen rauchender Scheiße ist. Es ändert sich ja auch. Also Chrome gewinnt immer mehr an Marktanteil und Firefox ist der, der neben dem Internet Explorer verliert, ne? Ja, apropos, oh, da gab es ja auch noch ein Thema wegen der Finanzierung vom Firefox. Habt ihr es auch mitbekommen, dass die Verträge mit Google demnächst auslaufen? Nee. Es gibt ja diese lustige, also diese, in Anführungszeichen lustige, diese Kooperation, dass ja Google die Startseite ist, wenn man den Facebook und Firefox installiert. Ah, stimmt, und dann Bing ist das die, jetzt, ne? Ja, und da steht es doch offen, ob dieser Vertrag verlängert wird, ob dann Google weiterhin die Startseite ist und eben Firefox die ganzen Werbeeinnahmen bekommt, die, wenn man eben diese Suche benutzt. Okay. Ja. Und da gibt es schon einen Deal, die sie jetzt anleihen möchten mit Bing und haben jetzt auch schon Firefox mit Bing rausgebracht, sodass alles Mögliche auf Bing automatisch umgeschrieben wird. Und ja. Ja, also Firefox, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich meine, du benutzt ihn wahrscheinlich noch relativ häufig, weil er eben so eine Tradition auch beim Webentwickeln ist, oder? Ja, wenn ich Seiten entwickle, dann immer Chrome und Firefox gleichzeitig. Also einmal WebKit und dann die Gecko Engine zum Gegenschauen, was dann wo wie anders aussieht. Ja, ich weigere mich jetzt. Ich finde ja tatsächlich, ich bin ja auch seit, weiß ich nicht, seit der Version 4, die ja alle so gelobt haben, die ich mir einmal auf meinem Mac angeguckt habe und gesagt habe, jo Gott, ich wüsste nicht, warum ich die jetzt benutzen soll. Die fühlt sich immer noch langsam und aufgeblasen an. Naja, aber Chrome fand ich da tatsächlich deutlich sympathischer und schneller. Ja, Chrome ist gerade auf meinem Netbook, den ich hier vor mir stehen habe, benutze ich auch nur noch Chrome. Weil damals, als ich einen Firefox drauf hatte, das hat erst mal gedauert ein bisschen, bis er sich aufgebaut hat. Ja, das ist mein Hauptproblem damit. Also das Ding. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass man ein bisschen selbst dran schuld ist, wenn man den mit Plugins überfrachtet. Ja gut, aber ich habe keine Plugins gehabt. Also an meinem Rechner zu Hause, also mein PC, von dem ich normalerweise meine Audiosachen mache, der ist nun wirklich kein schlechtes Teil so. Ne? Und der Firefox ist frisch installiert und da sind keinerlei Plugins drin. Außer, ich glaube, Adblock. Bitte? Du benutzt ja nicht den Adblock? Ich glaube doch, ja. Ich weiß es nicht. Das ist böse. Wir reden, glaube ich, nicht mehr mit dir. Tschüss. Ja, ich weiß. Den habe ich natürlich für Seiten, bei denen ich möchte, dass sie Geld verdienen, deaktiviert. Nee, auf jeden Fall, das kann einfach nicht sein, dass das Ding, also das Ding braucht ewig zum Starten und das Ding hat einfach mal irgendwie alle 15 Seitenaufrufe, macht das Ding eine Pause von irgendwie 10 Sekunden und ich kann mir einen Kaffee kochen gehen. Ja. Und seit ich da, dann dachte ich erst, okay, mein Rechner ist vielleicht zugemüllt, weil der ist jetzt auch schon irgendwie seit mindestens anderthalb Jahren nicht mehr neu aufgesetzt worden. Und ja, da ist Windows Vista drauf. Also habe ich dann mal den Chrome installiert und ey, das Ding rennt jetzt wie Ratte irgendwie im Netz. Also wunderbar. Ja, also jetzt weiß Google noch mehr von mir, aber scheiß drauf. Ja, ich habe ja meinen Quad-Core hier stehen, über den ich gerade skype. Und da habe ich auch, als ich den neuen installiert habe, erstmal Chrome drauf. Und der öffnet sich sogar schneller als der normale Windows Explorer. Das muss man erstmal als externes Programm hinbekommen. Und weil wir so coole Leute sind und natürlich interaktiv bis zum Gehtnichtmehr und natürlich am Puls der Zeit, möchte ich gerade auch noch hier eine Meldung, die Bernd gerade wieder reingerufen hat im Chat. Thema brandaktuell, ein neuer Bond-Film wurde angekündigt mit dem schönen Namen Skyfall. Ich wollte gerade Skyrim sagen, was war was anderes. Und Javier Bardem, wahrscheinlich als Gegner, ne? Kennt man den noch? No Country for Old Men, diesen komischen Killer hat er gespielt. Und bei Eat, Pray, Love auch, aber das ist egal. Und der baut auf, wie hieß nochmal der letzte Grützenfilm, der nach diesem Super-Bond-Film kam? Ich habe vergessen. Nee, die Quantum. Letzten beiden waren doch irgendwie sehr strange. Nö, der aber Casino Royale ist doch Quantum super. Groß. Genau. Casino Royale war super. Gesehen, der Super fand ich den auch nicht. Also doch, ich fand also ihn unterhaltsamer als den Quantum Trost, aber... Also Quantum Trost ist Dreck. Quantum Trost ist... ist absoluter Dreck. Müssen wir nicht drüber reden. Lasse ich mich auf keine Diskussion. Ein Quantum Trost ist der schlechteste Bond aller Zeiten. Sagen wir es mal so, wenn selbst mein Physiklehrer damals über den Titel des Films Witze gemacht hat, dann sagt es was über den Film aus. Das kommt noch dazu, ja. Nee, aber schließt der jetzt auch wieder nahtlos an? Bernd sagt ja auch gerade im Chat, also das Quantum Trost ist ja wirklich, das hat ja nahtlos an Casino Royale angeschlossen und jetzt wird jetzt dieser, wie heißt der jetzt, Skyfall? Der schließt dann nahtlos an Quantum Trost an, oder wie? Das werden wir Ende 2000 sehen, was dann wahrscheinlich auch der letzte Bond-Film mit Daniel Craig sein wird, ne?
Also haben den ich ja nicht tatsächlich wirklich echt nicht überzeugend fand. Also hat mir irgendwie nicht die Klasse eines Bonds rübergebracht. Ich hätte es auch nicht gedacht. Also als ich die ersten Bilder damals gesehen habe, habe ich gedacht, nee, der kann doch nicht Bond spielen. Aber Moment mal, du machst das jetzt an einem Film fest. Also du fandest den Casino Royale so gut, dass er... Ja. Der Casino Royale war ein richtig guter Bond, weil er diesen ganzen Technik-Klimbim irgendwie, der durch, gerade durch, wie hieß er? Pierce Brosnan mit dem unsichtbaren Auto. Genau, das war einfach zu viel und da war einfach, ne? Und Craig hat gar nicht erst versucht, ich weiß nicht, ob es sein Einschlag war oder ob es der Drehbuchautor war, ist mir wurscht. Einfach, der Craig-Bond hat einfach es geschafft, der Sache, der Figur eine völlig neue Richtung zu geben und nicht irgendwie, ne, man vergleicht immer Sean Connery und hier Roger Moore, weil die einfach so einen ähnlichen Bond gespielt haben, so vom prinzipiellen Stil her. Ne? Also klar, Roger Moore war immer ein bisschen mehr Gentleman und Sean Connery war ein bisschen mehr mit der Faust dabei, aber letztendlich waren die doch vom Typ, welche Figur sie verkörpert haben, wie sie der Figur irgendwie, waren sie relativ nah dran. Und deswegen werden die auch immer so, wer war der bessere Bond? Aber Craig hat irgendwie, finde ich, einen völlig neuen Bond, den ich gar nicht mit den anderen vergleichen will, geschaffen. Der ja, so aber, weit aber du hast doch einen Charakter, du willst doch nicht irgendwie einen Charakter haben, der was komplett anderes ist. Ja, also ein Bond Brosnan ist ein etablierter Charakter und wenn auf einmal irgendjemand kommt und sagt, hey, Bond ist jetzt die weinende Mimose, die nur noch mit dem Gummiknüppel Leute betäubt, das passt einfach nicht. Und da fand ich Daniel Craig ja schon fast in die Richtung gehend. Ja, okay. Aber als ich finde halt, Brosnan hat so viel Weichspüler in diese Rolle gekippt, dass mir danach jeder hätte irgendwie präsentiert werden können. Ich hätte ihn gut gefunden. Man hätte mir Robbie Williams als Bond vorsetzen können. Ich hätte ihn wahrscheinlich gut gefunden. Nee, gar nicht so schlimm. Ich finde wirklich, Casino Royale finde ich toll. Also das ist einfach eine tolle Interpretation der Rolle. Es ist eine andere, muss man nicht irgendwie gut machen, aber es ist halt was Neues. Und manchmal ist was Neues halt was Gutes. Das kann ich ja fast noch nachvollziehen, wenn du jetzt irgendwelche Charaktere hast, wo es irgendwie plausibel ist, dass sie sich auf einmal komplett anders verhalten. Aber bei einem Bond... Das ist eine Neuinterpretation. Ja, aber komm, das ist die blödeste Ausrede, die man geben kann, oder? Na, manchmal ist das richtig. Das ist genauso, als wenn ich jetzt hier diese übliche Shadowrun als Shooter und als Rollenspiel oder Syndicate, das Neue jetzt als Shooter, wenn man da sagen kann, man braucht eine Neuinterpretation. Nee. Also nicht bei solchen Charakteren. Also, weil es gerade kurz im Chat erwähnt wurde. Dennis sagte, er hatte eine Doctor Who-Diskussion mit einem Freund. Da kann ich es ja sogar noch verstehen, weil da ist es ja story-immanent irgendwann, dass der Doktor sich ja verändert, auch vom Charakter her, wenn ein neuer Schauspieler kommt und komplett andere Eigenschaften hat. Aber James Bond, ich bitte dich, James Bond ist der Connery Murdoch, wollte ich gerade sagen, Roger Moore, Brosnan, Timothy Dalton-Charakter. Also, dass die letzten Teile nicht so, also damit meine ich jetzt die Brosnan-Teile, schon sehr, sehr komisch waren mit diesen unsichtbaren Autos da, also das unterschreibe ich sofort, aber der Charakter ist immerhin noch als Bond zu erkennen gewesen. Das andere wirkt halt eher wie ein Actionfilm und das kann ich jetzt zwar nur aus den Trailern sagen, aber es wirkt halt wie x-beliebige andere Filme, die man auch mit jedem anderen Namen hätte machen können. Hätte man nicht unbedingt den Namen James Bond für herhalten müssen, aber es zieht halt immer noch Leute unter die Kasse. Ja, ich gebe euch recht, aber ich finde halt, deswegen ist das trotzdem ein guter Film irgendwie. Also, und deswegen ist auch der Charakter trotzdem gut. Ich bin jetzt nicht der fanatische Bond-Fan, dass ich da irgendwie jetzt da irgendwie jetzt auf Heller und Pfennig und in jedem Haar irgendwie was interpretieren würde. Insofern. Also sag mal so, als ich den Casino Royale gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, oh, das ist tatsächlich erfrischend anders. Ich war aber als Bond. Fan will ich nicht sagen, aber als Freund von Bond-Filmen, von klassischen Bond-Filmen, war ich enttäuscht. Ich fand den als eigentlich nicht. So ganz okay, aber... Die alten Filme laufen mir deswegen nicht weg. Gut, vielleicht wäre es was anderes, wenn man jetzt irgendwie eine Neuinterpretation von den Bud Spencer und Terence Hill-Filmen angeht. Dann würde ich wahrscheinlich auch im Strahl kotzen, egal wie gut die sind, weil ich da einfach irgendwie so emotional drin hänge, dass ich das wahrscheinlich irgendwie fürchterlich fände. Vielleicht bin ich tatsächlich nicht so sehr Bond-versessen, dass ich da jetzt so irgendwie mich reinsteigern würde. Sehr schöner Kommentar im Chat gerade. Hast du ihn gesehen? Darf ich ihn vorlesen? Ich erwähne Bernd heute so oft, dass wir ihn schon fast hier per Skype reinholen können. Sven schaut Bond anders, als er Uncharted spielt. Er sucht keine Fehler. Ja, es gibt tatsächlich Dinge, die auch ich einfach nur konsumiere. Aber ich finde diese Szene in Casino Royale einfach so schön, wo er irgendwie gefragt wird, so geschüttelt oder gerührt. Und er sagt, das ist mir doch scheißegal. Das ist einfach eine wunderbare Szene. Allein dafür mag ich den Film. Ja, aber es ist ja auch am Charakter vorbei. Aber wurscht. Ja. Naja, ich habe ja tatsächlich Anfang der Woche Freikarten gewonnen für Paranormal Activity 3, ne?
den ich mir dann auch, was heißt du Armer, den ich mir tatsächlich auch angeguckt habe. Und ich bin ja eigentlich ein, also bei drei Filmen kann man ja nicht Fan der Serie und ich spreche auch eher von Reihe, eigentlich sind das sogar vier Filme. Aber ich fand ja Paranormal Activity eigentlich nie verkehrt. Der dritte Teil war aber ein Erlebnis besonderer Art, weil ich echt in einem Kino war, wo ich das Durchschnittsalter so dermaßen nach unten gedrückt habe, also Richtung alt. Das war grausam. Also nach oben. Nach oben. Ja, ja, also alt, Gruft unten, das war meine Assoziation jetzt. Das war schlimm. Das war also tatsächlich ganz, ganz furchtbar. Es waren, also Durchschnittsalter würde ich sagen, war 18. Die ganzen Schneehühner, also Mädels, die dabei waren, die haben nur gesabbelt die ganze Zeit. Also wirklich über Gott und die Welt und die Kerle, also die Typen, die dabei waren, die haben sich bei jeder Szene in die Hose gemacht. Sobald wirklich irgendwo was auch nur annähernd spannend war, haben sie kreischend in ihren Kinosesseln gesessen. Das war echt unglaublich. Der Film selber ist halt der dritte Teil, ne? Also man hat alles schon mal irgendwo gesehen. Wobei, was ich dem Film dann doch zugute halten muss, ist, er kokettiert dann auch so ein bisschen damit, dass es mittlerweile genug Vorgänger gibt und verarscht sich dann an manchen Stellen schon selbst, wo dann auch die Charaktere sich gegenseitig erschrecken. Ne? Also das tatsächlich Scary schon. Movie 0,5. Nee, so auch wieder nicht. Aber also ich denke mal, Fans der Serie können oder der Reihe können es gucken. Alle anderen sind wahrscheinlich mit dem ersten komplett bedient. Hast du eigentlich Fans diesen greifen zu, der Rest spielt Probe? Nee, oh, nicht Moment, diese, oh, nicht diese Sprüche. Benutzen. Diese Sprüche sind furchtbar. Sehr schön. Also Zange hat manchmal echt gute Sprüche drauf. Den lese ich aber jetzt trotzdem nicht vor. Spuckt's im Ehebett. Ja, genau. Das so ist diese typischen deutschen Untertitel. Ja. Was wollte ich denn gerade sagen? Hat einer von euch eigentlich diesen japanischen Remake-Fortsetzungsableger von Paranormal Activity gesehen? Nee. Ich auch nicht. Deshalb wollte ich jetzt einfach fragen, ob der guckbar ist. Ein neuer G.I. Joe ist auch in der Mache. Ja, aber G.I. Joe Scheiße. 1 war ja auch tatsächlich Ich habe noch nie bei einem Film Kotzreiz verspürt, aber da habe ich es. Das ist echt toll. Wir haben tolle Themen. Wir reden über James Bond am Weltmännertag. Das ist heute so ein richtig männlicher Quapcast. Super. G.I. Joe, und dann Film hast du uns blasse Typen. So gut, ich bin nicht blass hier bei dem Schwitzen und so, aber Severin sieht gelb aus und Sven sieht krank aus. Ich habe jetzt zwei teure Softboxen stehen. Ist der super männliche Warum stellst du sie Podcast. Nicht auf? Ah, kannst du mal selber einen rausschmeißen? Warte, mache ich eben. Ach nee, jetzt habe ich dich rausgeschmissen. Oh, hoppla. Ach, G.I. Joe, oh ja. Gott. Na, nee, G.I. Joe war schlecht. Wir müssen noch die Joes holen. Was? Ja. Aber von euch hat ja sowieso niemand früher die G.I. Joe Comics gelesen, deshalb weiß ich auch nichts damit anzufangen. Nee, tatsächlich nicht. Aber selbst Kenner der Comics haben sich bei dem Film kurz überlegt, ob sie sich so einen Schlagbohrer nehmen sollen, einmal kurz an die Stirn halten. Und der war schon tatsächlich. Ja. Wobei das ja letzten Endes bei den meisten Comic-Verfilmungen ist, so wie man das raushört, dass die Fans der Comics damit nicht sonderlich angesprochen werden, weil es eben auch in gewisser Weise neu interpretiert wird. Weiß ich nicht. Also ich bin ja tatsächlich ein wirklich großer X-Men-Fan. Und der erste X-Men-Film, der tatsächlich sich so weit von irgendeiner Comic-Vorlage entfernt, wie man sich nur entfernen kann, den fand ich gut. Den fand ich tatsächlich gut. Ja, der dritte X-Men-Film. Egal, hast du eigentlich den First Class gesehen? Nee, noch nicht. Weil der Wolverine-Film, der war halt so geil, dass ich ihn immer noch verarbeiten muss, weißt du? Das war halt, der hat mich so in den Kinosessel einfach reingepresst und so einen Impact auf meiner Netzhaut hinterlassen, dass ich noch heute daran zehre. Deswegen konnte ich mir diese unglaublichen Meisterschuss von First Class noch nicht geben. Da bin ich emotional noch nicht bereit zu. Und die Kotztüte, die so groß sein muss, ist noch nicht erfunden. Ja, bei dem First Class fand ich eine Szene tatsächlich sehr platt lustig. Also wie eben hier Professor X und Erik Lehnsherr, zukünftige Magneto, also irgendwelche Mutanten rekrutieren. Und in einer Szene kommen sie tatsächlich in eine Bar, wo dann siehst, wie so ein Typ einfach nur seine Zigarre greift und ist dann eben hier Hugh Jackman als Wolverine. Und dann sich einfach nur zu den beiden umdreht und sagt, verbisst euch. Und sie gehen auch einfach wieder raus. Und das war es dann in dem Film mit Wolverine. Ne? Das fand ich tatsächlich sehr, sehr lustig. Habe ich gelacht. Ach, ihr seid solche steifen Säcke. Warum mache ich diese Podcasts mit euch? Ja, der eine nörgelt nur, der andere sitzt komplett gelb da in seiner Ecke und grinst ab und zu mal in die Kamera. Das ist schlimm. Was hast du jetzt gerade gemacht? Du hast jetzt gerade gegen die Wand gespuckt. Ich habe die Räuspertaste gedrückt und gehustet. Sehr schön, das hat keiner von uns gehört. Wir hätten dich gerne husten gehört. So. Ich kann das gerne nochmal machen. Was haben wir noch? Ein, zwei Themen haben wir bestimmt. Oder mindestens ein Thema werden wir noch haben. Sven, komm, was liegt dir noch auf dem Herzen?
Wir sind ganz Ohr. Die Welt hört dir zu. Heute am Weltmännertag kannst du sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Ich weiß nicht. Mir fällt gerade echt nichts mehr ein. Ich bin ja hier isoliert, ich bin ja hier auf dem Land, ich kriege auch nicht mehr viel mit. Die Xbox funktioniert nicht, Microsoft lässt mich meine verdammten Spiele nicht spielen. Aber das hatten wir alle schon, darüber hast du ja schon gemeckert. Ja, deswegen, ich habe ja irgendwie nichts sonst, ich habe ja sonst keine Freude im Leben, sonst bin ich ja nur am Arbeiten und ab und zu schlafe ich und dann habe ich die Augen zu, da passiert nicht viel. Aber dann träumst du doch bestimmt schöne Sachen. Soweit, erzähl uns doch mal, was du geträumt hast. Nee, irgendwie, ich bin nicht mehr viel los in letzter Zeit mit diesen Träumen. Also, das Scheiße ist das. Wäre auch eher was für ein Quasselcast dann mit merkwürdigen Träumen. Das stimmt, ja. Das wäre eher was für Quop at Night, wo ich nebenbei dann so. Na, da rufe ich dann an mit verstellter Stimme. Hallo, mein Name ist Manuel Rodriguez. Ich habe eine Geschichte für dich, die dich absolut faszinieren wird. Ich wäre sofort Feuer und Flamme, möchte ich also tatsächlich hören. Wie weißt du, Rodriguez? Mr. Rodriguez. Rodriguez. Ja. Ich habe eine Story für dich, die dich absolut faszinieren wird. Wir handeln von kleinen Schweinen auf dem Mond. Du fixst mich gerade total an, ne? Also wenn wir noch mehr Zeit hätten, würde ich jetzt gerne diese Geschichte hören. Und ich bin sicher, und da kann mich niemand von abbringen, du hast diese Geschichte geträumt. Nein. Oh doch. Nein. Kleine Schweine auf dem Mond, das ist das, was du träumst. Kleine Schweine auf. Oh, das wäre schön, wenn ich mal von kleinen Schweinen auf dem Mond träume. Oh, hier, kleine Schweine bringt mich zu einem anderen Thema. Wir kleinen Schweine sind ja eigentlich beim nächsten Quopcast in 2 Wochen gar nicht da. Richtig, denn wir sind, wir graben Tupperdosen en masse. Genau, aus. Wir haben uns nämlich gesagt, wir fahren in den Hunsrück. Und dort vier, heißt ist tatsächlich so, fahren 4 Tage dorthin, wandern durch die Gegend und sammeln Geocaches auf, Sven und ich mit Anhang. Und das ist genau zu dem Zeitpunkt, wo der nächste Quopcast wäre. Schreibt uns doch bitte in die Kommentare unter das Video drunter oder ins Quop-Forum, welche Alternative für euch okay ist. Ob wir irgendwelche Audio-Podcasts beim Geocachen, vom Geocachen machen sollen oder ob wir vorher und oder nachher den Quopcast dann machen sollen. Also wäre nicht schlecht, wenn ihr da mal Feedback geben könntet, ne? Livestream während dem Geocachen. Das wird schwierig, weil wir da, glaube ich, in einer Gegend sind, die Internet nicht so erschlossen ist. Ach, und 3G wahrscheinlich halt ein Mikro an mein Telefon, dann wirst du da rausgestreamt. Oh ja, das ist eine super Sache. Ja, das ist eine tolle Sache. Nee, braucht man, glaube ich, nicht. Muss man nicht haben. Aber wäre trotzdem schön, wenn ihr das mal irgendwo feedbacken könntet. Und nebenbei die AGBs auf die LKWs schreibt und uns dann. Ich habe noch einen Audio-Stream von einem Geocache, den wir in Holland gemacht haben, in petto. Also den muss ich nochmal zusammenschneiden. Wenn ihr da Interesse habt, dann weiß ich nicht. Macht einen Thread im Quop-Forum auf und verlinkt ihn mir auf Twitter. Sehr schön. Okay, dann kommen wir doch mal zum großartigen Ende. Was machst du heute Abend noch, Svedivi? Wäre ich jetzt? Ich muss noch ein bisschen arbeiten und im Idealfall mache ich gleich den Karsten und nebenan wird gekocht und dann kriege ich was zu essen, hoffe ich. Sehr schön. Severin, was planst du heute noch? Ich habe noch ein paar Aufgaben für die Uni hier rumliegen. Das ist sehr schön. Das ist löblich und für die jüngeren Leute unter euch, die uns zugucken, lernt auch was in der Schule, macht eure Hausaufgaben und alles wird gut. Letzten Endes, ich werde ja auch bestochen, weil die Dinger bewertet werden und es gibt Bonuspunkte in der Klausur am Ende. Deshalb muss ich das gezwungenermaßen machen. Dann bekommt ihr nicht so Jobs wie wir, wo ihr um 21 Uhr noch arbeiten müsst. Oder wenn Severin und ich uns online noch betteln, wer am spätesten ins Bett geht mit Arbeiten. Das ist auch so skurril. Also, das geht gar nicht. Ja, nee. Ich dachte echt um 3 Uhr, ich wäre relativ alleine. Und dann sehe ich, der ist auch noch am Bearbeiten hier. Was denkst du dir eigentlich? Normalerweise ist Carsten halt ja auch immer sehr groß dabei, aber in letzter Zeit ist der gar nicht mehr so spät unterwegs, ne? Nee, der hat ja jetzt auch einen geregelten Job. Der hat er vorher auch gehabt. So. Ja, aber die machen da immer um 18 Uhr Feierabend. Ich war ja da letztens da, ne, und saß da rum und dann meinte, ja, um 18 Uhr waren die alle weg und ich saß noch im Konfi und dann komme ich raus und alle sind weg. Das geht gar nicht. Naja, okay. Bei mir ist halt so, ich kriege halt meine Aufträge Mittwoch rein und Mittwoch bin ich, also jetzt nicht in den letzten beiden Wochen, aber normalerweise bin ich bis 21 Uhr in der Uni. Und danach erstmal Weg nach Hause und danach fängt erstmal das schöne Schneiden an. Und zum Ende kommen. Ich habe das Zeichen gehört. Ja, aber ich habe es dir gesagt. Das war's, ein weiterer Quopcast, Folge 30 mit supermännlichen Themen am 3. November, dem Meldwennertag. Wir sehen uns beim nächsten Quopcast oder Quapcast oder anderen Podcast-Ergüssen, die uns so Cashcast aus dem Mikrofon fließen. In diesem Sinne, tschö. Auf Wiedersehen. Tschüss.